Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich riesig, dass unser Thema heute Abend und unsere Gäste ein so großes Interesse bei Ihnen gefunden haben. Ich freue mich sehr, Sie im Namen aller Veranstalterinnen begrüßen zu dürfen. Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diese Veranstaltung heute Abend ist gemeinschaftlich organisiert worden von Brot für die Welt, Oxfam Deutschland, Miserior und Incota. Ich möchte mich bei diesen Organisationen für die Zusammenarbeit ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, wir haben ein attraktives Programm heute Abend hier zusammengestellt und wir wollen uns ja vor allem und ausschließlich dem Thema Agrarökologie widmen und wer Agrarökologie eigentlich befördert und wer agrarökologische Bewegung weltweit stört, sie nicht haben will. Wer sind also die Gegner einer Agrarökologie? Ich möchte wirklich noch mal hier sagen, das ist jetzt die Veranstaltung am Ende der Alternativen Grünen Woche der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben hier seit Montag jeden Tag sehr große Veranstaltungen gehabt zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben am 8. Januar den Insektenatlas vorgestellt, den Sie auch draußen bekommen können und hatten zum Beispiel gestern Abend auch eine größere öffentliche Veranstaltung mit der neuen Bauernprotestbewegung Landschaft Verbindung, weil wir als Heinrich-Böll-Stiftung schon auch der Meinung sind, dass wir uns auch mit denjenigen auseinandersetzen in der Bauernschaft, die protestieren, weil wir als Stiftung eben auch für einen konstruktiven Dialog stehen. Morgen wiederum wird die Demo sein, zu der sind Sie natürlich alle eingeladen. Ich hoffe, Sie kommen alle. Und auch danach treffen wir uns wieder hier in der Stiftung schon traditionell zum sogenannten Suppentalk. Auch da wird es noch mal eine ganze Bandbreite von guten Inputs geben, von Reden, von Veranstaltungen. Auch dazu möchte ich Sie noch mal herzlich einladen. Ich möchte jetzt aber zuerst einmal unsere Podiumsgäste für heute Abend begrüßen. Ganz herzlich willkommen Emmanuel Atamba von der Root to Food Initiative aus Kenia. Warm welcome to you. It's a pleasure having you here. Werde alle später noch mal etwas genauer vorstellen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Reinhild Benning von Germanwatch. Toll, dass du da bist. Von unserer Mitveranstalterin ganz herzlich willkommen Sarah Schneider von Miserior. Und ebenfalls ein besonderes Willkommen an Antonio Andrioli aus Brasilien von der Universität Santa Catarina. Und natürlich freue ich mich, Vandana Shiva begrüßen zu dürfen, Aktivistin, Publizistin, Autorin, alternative Nobelpreisträgerin aus Indien. Herzlich willkommen, a warm welcome to all of you. Welt ist möglich, Aufruf zum zivilen Ungehorsam, so lautet der Titel von Vandanas neuestem Buch, erschienen im Ökom Verlag und draußen auch nachher erhältlich. Und Vandana wird auch gerne das Buch zeichnen, wenn Sie von ihr eine Widmung haben wollen. Das sei hier schon mal angekündigt. Vandana wird gleich aus diesem Buch lesen. Und im Anschluss möchten wir eben mit unseren Podiumsgästen der Frage nachgehen, wie wir diese Welt schaffen können, diese andere Welt. Morgen werden wir nun schon seit vielen Jahren wieder viele tausend Menschen auf die Straßen gehen und eine andere Landwirtschaft fordern und für sie demonstrieren. Und auf der ganzen Welt streiken seit über einem Jahr Kinder, Jugendliche und Studierende für eine Klimapolitik, die ihren Namen endlich wert ist und verdient hat. Für eine Klimapolitik, die eine lebenswerte Welt möglich machen soll. Es ist die Bewegung, es ist wahnsinnig viel Bewegung drin in der gesellschaftlichen Debatte rund um Umwelt- und Klimapolitik und wie unsere globale
Landwirtschaft aussehen soll, wie wir sie gestalten, wird dabei eine sehr, sehr zentrale Thematik sein. Ich möchte heute auf diesem Podium, ich sagte es schon, mit unseren Gästen der Frage nachgehen, wie denn eine andere Landwirtschaft global aussehen kann. Wie sieht ein Weg in die Agroökologie aus? Was ist erreicht bisher? Wer sind diejenigen, die dieses Ziel einer Agroökologie hintertreiben? Wie steht es aber auch mit den Bewegungen weltweit rund um den Globus, die sich für diese andere Landwirtschaft einsetzen? Ich möchte Sie, bevor ich nun Vandana Shiva das Wort gebe, sehr aufmerksam machen auf unsere Ausstellung, die ebenfalls hier auf diesem Stockwerk zu sehen ist. Es ist die Ausstellung Zukunft säen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Titel für eine Ausstellung. Sie ist hier zu sehen und diese Ausstellung von Inkota-Netzwerk zeigt mit Grafiken und Beispielen, was schiefläuft in der aktuellen Landwirtschafts- und in unserem Ernährungssystem. Und an zwei Hörstationen kommen außerdem Kleinbäuerinnen aus dem globalen Süden selbst zu Wort. Ich freue mich nun, Vandana, dass du uns gleich aus deinem Buch vorlesen wirst. Ich sagte es schon, Vandana ist Gründerin eines indischen Netzwerks, einer Bewegung Navdanya. Sie ist Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Aktivistin und Autorin von unglaublich vielen Büchern. Ich glaube, das wäre schon der halbe Abend rum, wenn ich all diese wunderbaren Publikationen von dir hier nennen würde. 2019, wie gesagt, ihr Buch »Eine andere Welt ist möglich«. Es ist im Ökom Verlag nun endlich auch auf Deutsch erschienen. Vandana wird morgen auch die Eröffnungsrede halten bei der Demonstration. Und da wirst du noch mal viel, viel mehr Publikum haben als heute Abend. Aber ich glaube, dass diese Situation, die Atmosphäre hier ja auch noch mal viel mehr dazu geeignet ist, sich dann auch nachher noch mit dir auszutauschen. Vandana und ich kennen uns von einer anderen Großdemonstration in Berlin. Und jetzt ist fast wie die Oma plaudert aus der Vergangenheit. 1988 ist Vandana eine der Hauptrednerinnen gewesen bei einer Großdemonstration, die ein breites Aktionsbündnis organisiert hat gegen die Politik des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Es war eine Jahrestagung in Berlin und die Gegenbewegung hat es geschafft, 80.000 Menschen 1988 auf die Straße zu bringen. Genau eigentlich für das, wofür du heute immer noch stehst und streitest, eine andere Welt ist möglich. Diese Demonstration 88 war so etwas wie ein Kristallisationspunkt und auch der Anfang einer Antiglobalisierungsbewegung hier in Europa. Das kann man so sagen. Und ich kann hier auch noch mal, um an die Vergangenheit zu erinnern, zu sagen, 1988 gab es noch eine Mauer in Berlin. Das macht Mut, man kann sie nämlich niederreißen. Und es gab das Wort Globalisierung überhaupt noch nicht. Auch daran müssen wir uns manchmal erinnern, dass wir mit unseren Protesten gegen IWF und Weltbank vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren, weshalb wir weiter streiten müssen, steht auf einem anderen Blatt. Aber Vandana, du gibst uns immer Mut, gute Analysen und gleichzeitig Mut. The floor is yours. Vielen Dank an Sie. That water or not take here? The water, if you like me. Sure. I am too. Das Buch, aus dem gleich gelesen wird, liegt den Dolmetschern leider nicht vor. Insofern werden wir versuchen, das sinngemäß zu dolmetschen. Vielen Dank, Barbara. Wir haben ja schon eine lange Reise gemeinsam absolviert. Und wir haben bereits viel gekämpft. Wir hatten früher diese großen Demonstrationen.
Und wir haben die WTO, den Treiber des unternehmerischen freien Handels, nach den WTO-Treffen in Seattle vor 20 Jahren quasi in die Notaufnahme gebracht. Also wie gesagt wurde, man sollte niemals die Macht einer engagierten Gruppe von Menschen unterschätzen, die Wandel vollziehen wollen. Also Barbara hat ja gesagt, ich würde jetzt etwas vorlesen. Ich werde aber nicht auf Deutsch vorlesen. Das Buch basiert auf Interviews, die mit mir geführt wurden. Und ich weiß eigentlich nicht, was der Autor dort hineingetan hat. Aber sie haben das auf Französisch veröffentlicht und auf Deutsch. Und dann denke ich, ist das sicherlich auch okay. Also, die Interviews gingen eigentlich um mein Leben. Also, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich mit Ihnen das Buch meines Lebens teilen möchte. Und ohne... Also ich bin ausgebildete Physikerin. Ich habe einen Doktor in Nicht-Lokalität. Das geht auch um Nicht-Gewalt. Also weil, wenn man einen Schaden weit weg verübt, dann ist es quasi kein Schaden. Aber wenn man den Schaden internalisiert, dann merkt man, dass das eigentlich sehr gewalttätig ist. 84. Und ich war Teil von Bewegungen, auch der CHIPCO-Bewegung, wunderbare Bewegungen in meiner Region, in den Bergen, wo Frauen zusammengekommen sind und die Bäume umarmt haben und gesagt haben, sie müssen uns töten, bevor sie die Bäume fällen können. Und das sind die Lehren, die ich aus meiner Heimat gelernt habe. Wenn das Leben auf dem Spiel steht und wenn man das eigene Leben dann in die an vorderster Front bereitstellt sozusagen, dann ist das die eigene Macht, also die Macht, Nein zu sagen, die Macht zu widerstehen. 1984 war es so, dass Indien zwei große Katastrophen erlebt hat. Die Region, in der ich lebte, Punjab, das Land der fünf Flüsse, und ich habe Teilchenphysik dort studiert. Und dort kam es zu einem Gewaltausbruch. 30.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Und es wurde gesagt, es ginge um Religion, aber es ging eigentlich nicht um Religion. Die Menschen, die getötet wurden, waren diejenigen, die die Dämme, die Bewässerungskanäle gemanagt hatten. Und in meinem Buch wird das die Gewalt der Grünen Revolution genannt. Also wenn man nicht entscheiden darf, was man anbauen möchte oder wie man etwas anbauen möchte und auch nicht den Preis festlegen darf, zu dem man verkaufen möchte, auch nicht entscheiden darf, an wen man verkauft, wenn man auch nicht entscheiden darf, wann das Wasser der Flüsse auf die eigenen Felder kommt, dann lebt man in Sklaverei. Und 1984 war das so, dass es einen Bauernaufstand gab, der dann letztendlich mutiert ist zu einer religiösen Geschichte, die es aber eigentlich gar nicht war. Im gleichen Jahr, im Dezember, war es so, dass die Stadt von Bhopal, die Stadt Bhopal, eine Katastrophe erlebt hat, die dann zu einem Gewaltausbruch in einer anderen Art und Weise führte. Also das ist eine Art der Gewalt, die leider aus diesem Land in die Welt exportiert wurde, weil sie in der unglücklichen Situation waren, dass sie ein Nazi-Regime in ihrem Land hatten. Und die Mittel, die Instrumente dieses Nazi-Regimes, das ist natürlich auch ein schreckliches Regime, also auf Englisch nasty Regime, die haben Chemikalien entwickelt, um die Menschen in den Konzentrationslagern zu töten. Und das ist der Ursprung aller Pestizide, Zyklon B, Giftgas. Und chemische Düngemittel basierten quasi auf der gleichen Technologie, dass fossile Brennstoffe zu bei hoher Temperatur verbrannt wurden, um atmosphärischen Stickstoff zu binden. Und sie haben damit explosive Stoffe hergestellt, aber man konnte auch Düngemittel damit herstellen. Und der Slogan damals war, wir brauchen keinen Boden, wir brauchen kein Land, wir werden Brot oder Lebensmittel aus der Luft herstellen. Und es gibt eine Gruppe von Unternehmen, die in dieser Zeit von Hitler maßgeblich waren, und wir nennen sie das Poison-Kartell, das Giftkartell. Das ist
Sie sind teilweise inzwischen zusammengeschlossen. Also es sind jetzt 4. Bayer hat Monsanto aufgekauft. Also die weltweite Bewegung gegen Monsanto wurde natürlich jetzt auch eine Bewegung gegen Bayer. Und Sie spielen da eine wichtige Rolle. Also ursprünglich IG Farben und dann Bayer, Monsanto und so weiter. Syngenta ist mit ChemChina zusammengegangen, Dow mit DuPont. Und es ist interessant, dass die gleichen Unternehmen, die Chemikalien hergestellt haben, um Menschen zu töten, auch diese wunderbaren Marienkäfer töten. Und Ihr neuer Bericht, also von Henrik Paul zu Insekten, ist eigentlich die Geschichte der Explosion der Insektizide. Die Menschen fragen sich, warum verschwinden die Insekten? Aber eine Familie von Giften wurde ja geschaffen, um Insekten zu töten, also Insektizide. Und dadurch verschwinden sie. Natürlich werden dann die Insekten verschwinden. Und die nützlichen Insekten verschwinden natürlich genauso wie die vermeintlich negativen. Also es gibt hier eine Art Kreislauf. Und ich habe in meinem Leben 3 Runden von industrieller Entwicklung erlebt. Und die Reaktion auf die erste war, also hat dazu geführt, was ich begonnen habe mit meiner Arbeit. Also 1984 suchte ich nach gewaltfreier Landwirtschaft. Ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Schulen gab, Ökolandwirtschaft oder traditionelle und so weiter. Ich habe einfach gesagt, nein, einfach ohne Gift. Wir brauchen das Gift nicht. Denn ich habe in Punjab gesehen, wie fruchtbares Land ruiniert wurde. Der Boden war tot, das Wasser ist verschwunden, die Landwirte haben sich verschuldet. Und zu dem Zeitpunkt gab es diesen Aufstand. Heutzutage bringen sie sich häufig um. Und das nennt man auch den Krebszug. Also hier ist das Lebensmittelsystem, das eigentlich uns versorgen soll, den hungernden Nahrungsmittel geben soll. Aber was hat es uns gegeben? Es hat uns einen permanenten strukturellen Hunger, und zwar für Milliarden von Menschen auf der Welt kreiert. Also, jetzt handelt es sich, wie gesagt, um ein strukturelles Problem. Und wir haben Lebensmittelwüsten sozusagen in diesen reichen Gesellschaften geschaffen. Also, wir haben auch Nahrungsmittel geschaffen, die nahrhaft sein sollen. Also letztendlich sind aber gute Nahrungsmittel einfach die Lösung für viele Erkrankungen. Und alle chronischen Erkrankungen, die die Menschheit gegenwärtig geißeln, stammen aus diesem Lebensmittelsystem. Wir haben viele Giftstoffe und wenig Nährstoffe in den Lebensmitteln. Jetzt finden wir gerade heraus, dass es nicht nur um die Biodiversität da draußen geht, die wir brauchen. Wir brauchen auch die Biodiversität in uns. Nur 10% der menschlichen Gene machen uns aus. 90% von dem, was uns ausmacht, nenne ich gerne die Wildheit in uns sozusagen oder die Wälder in uns, also in einer unglaublichen Welt. Wir brauchen diese Diversität, diese Vielfalt und wir brauchen kein Gift. Also wenn man Soja in die Richtung moduliert oder in die Richtung moduliert, kann man sich sicherlich selber täuschen, aber man kann nicht die Biodiversität in uns täuschen. Wir brauchen nicht diese spezialisierte Form der Ernährung. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass das explosionsartige Auftreten von neurodegenerativen Erkrankungen mit der Tatsache zusammenhängt, dass nützliche Mikroben so stark von Giften wie Glyphosat angegriffen werden, dass sie einfach getötet werden. Und das sind diejenigen, die die Enzyme hervorbringen, die zu den Neurotransmittern führen, die unsere Gehirnfunktion unterstützen. Und der Darm wird ja auch unser zweites Gehirn genannt. Also wir schauen uns die Ökosysteme der Welt an. 75% des Wassers sind weg, 75% des Bodens ist desertifiziert und degradiert. Und
der UNFCCC, der Weltklimarat, hat gewarnt, wir haben jetzt noch ein Jahrzehnt, um den Schalter umzulegen. Und wenn Sie sagen, den Schalter umlegen, dann meinen Sie natürlich, aus diesem System der fossilen Brennstoffe rauszugehen. Aber das System der fossilen Brennstoffe ist da, wo die industrielle Landwirtschaft auch sitzt, diese starke Mechanisierung, Technisierung. Da brauchen wir ja fossile Brennstoffe. Und der Stickstoffdünger beispielsweise, der sollte uns ja Nahrungsmittel aus der Luft geben. Aber wir haben jetzt die vielen Gifte und Stickstoffdioxid, das natürlich viel schädlicher ist als Kohlendioxid. Und gleichzeitig, wenn man sich die planetaren Grenzen anschaut, ist Stickstoff ist hier wirklich der große Disruptor, nicht das CO2 für unsere Welt. Also wir haben die Macht, das zu durchbrechen. Wir müssen fossile Brennstoffe nicht bei hohen Temperaturen in die Luft blasen. Und diese Einbindung des Stickstoffs funktioniert ja sehr gut. Also in unserem Land haben wir ja immer Vielfalt angebaut. Naftania, die Bewegung, die ich angefangen habe, heißt ja 9 Samen. Wenn man zusammenarbeitet, kann man gemeinsam pflanzen und anbauen. Und dadurch bekommt man den ganzen erforderlichen Input durch interne Mechanismen. Und man braucht keinen synthetischen, keinen künstlichen Dünger. In Mexiko haben wir das Milpa-System. Da ist das Gleiche. Da geht es um Mais und Bohnen. Unsere Arbeit mit Naftania hat gezeigt, und das ist auch Teil meiner politischen, biologischen Biografie sozusagen, oder ökologischen Biografie, also das sind quasi 35 Jahre der Arbeit für die Agroökologie. Und ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich mich an den Landwirtschaftsminister in Indien im vergangenen Jahr auch gewandt habe und darüber gesprochen habe, was Agroökologie bedeutet. Und dann sind so sehr viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ach, ich dachte, bei Öko geht es nur um die Vermarktung, um zertifizierte Produkte. Wir wussten gar nicht, dass dahinter auch eine ganze Wissenschaft steht. Das heißt, der Herausgeber hat mich dann gebeten, für die Universitäten dieses Buch erstellen zu dürfen. Und wir nennen das Biodiversität, Ökologie und so weiter. Also unsere Arbeit hat gezeigt, dass wenn man die Biodiversität intensiviert, braucht man keine Chemikalien, sondern wir können dann nicht nur den Planeten regenerieren. Wir können tatsächlich zweimal so viele Nahrungsmittel, wirkliche Nahrungsmittel mit Nährstoffen produzieren, als wir brauchen. Und wenn man so eng mit der Biodiversität zusammenarbeitet, dann muss man auch sehr intensiv mit den liebenden Händen, die das Land bearbeiten, zusammenarbeiten. Und das ist der Grund, warum seit 1993, als ich an dieser großen Demonstration mit 300.000 Landwirten teilgenommen habe, dass das eben eine wichtige Lösung ist für Kleinbauern. Also Antonio wird sicherlich noch viel mehr ins Detail gehen, was jetzt die Abkommen angeht beispielsweise. Also Agroökologie und auch Marktunabhängigkeit, also Marktsouveränität, dass man also entscheiden kann, wo man, was man verkaufen möchte, wie man es verkaufen möchte. Oder auch, ob man es selber isst und man es gar nicht verkauft. Also dann heißt es, dass man Nahrungsmittel souverän in der eigenen Gemeinde ist. Also unsere Landwirte verdienen 10-mal mehr, indem sie nicht den Profiten hinterherjagen. Diejenigen, die den Profiten hinterherjagen, sind verschuldet, bringen sich selbst um. Also wir haben viele hunderttausend Landwirte, 400.000 Landwirte in Indien durch Selbstmord verloren. Und ich denke, dass man hier diese Klimaangst vermeiden muss, indem man wirklich anfängt, sich jetzt um die Erde zu kümmern. Also 50% der Treibhausgase vom Stickoxid aus den großen landwirtschaftlichen Betrieben, da gibt es nur eine bestimmte Menge an Nahrungsmitteln und sehr viel Aluminium. Also wenn man das alles zusammenbringt, und wir haben das gemacht in einem Manifest gegen Klimawandel und für Nahrungsmittelsicherheit, und wir haben auch über verschiedene Aspekte gesprochen, und unser Premierminister hat natürlich diesen Slogan Clean India, sauberes Indien, und ich habe gesagt, wir brauchen saubere Lebensmittel, keine Verpackung, ortsnah, keine Pestizide.
man möchte ja auch dem eigenen Körper das nicht antun, sozusagen. Also die Illusion der industriellen Landwirtschaft dazu ist die Agroökologie eine gute Alternative, wurde von falschen wissenschaftlichen Angaben gestützt. Und das macht mich wirklich sauer. Also, es wurde gesagt, okay, die grüne Revolution bringt mehr Lebensmittel und wir können den Hunger lösen. Aber die Berechnungen sind falsch. Monokulturen von Reis oder Weizen, Monokulturen produzieren zwar mehr Weizen oder Reis, aber nicht mehr Nahrungsmittel. Man hat dann keine Bohnen mehr, keine Senfsaaten mehr, keine anderen Produkte mehr. Das heißt, dort produziert man eigentlich weniger. Und was gemessen wird, heißt dann der Ertrag. Aber der Ertrag ist das, was den Betrieb verlässt. Da wird nicht die Qualität gemessen dessen, was den Betrieb verlässt. Also man kennt die Qualität des Lebensmittels nicht. Und da wird auch nicht gemessen, was noch dem Planeten bleibt, noch dem landwirtschaftlichen Betrieb bleibt oder dem Bauern bleibt. Also die ganze Frage nach der organischen Chemie in Bezug auf Pflanzen und den Boden, nennen Sie das Liebig? Ja? Also er hat ein großartiges Buch geschrieben im Jahre 1880 oder was auch immer, oder 86, Entschuldigung. Und er hat gesagt, ich sage den Menschen, wie die Pflanzen funktionieren, wie die Nährstoffe funktionieren. Und mein Wissen wurde zu einer Ware für Stickstoffdünger. Da wurde Guano beispielsweise gekauft oder andere Dinge wurden eingesetzt. Und er hat gesagt, es geht in der Wissenschaft darum, die Wahrheit zu sagen. Und ich habe festgestellt, dass mein Engagement für die Wissenschaft sich auch darum dreht, die Lügen aufzudecken, der chemischen Landwirtschaft. Und das ist erst der Anfang. Also, die erste falsche Aussage in der industriellen Landwirtschaft ist, dass man eben Chemie braucht, synthetische Pestizide und Herbizide, um Nahrungsmittel anzubauen. Ohne das geht es nicht. Ich werde immer wieder attackiert dafür, dass ich Hunger verbreiten würde. Also in der industriellen Landwirtschaft würde viel mehr produziert werden. Und durch uns würden Kinder erblinden, beispielsweise durch Mangelernährung. Also Chemikalien. Das Zweite ist, dass durch genetische Veränderungen toxische Stoffe in die Pflanzen kommen. Das heißt, wir haben hier genetisch veränderte Pflanzen, einerseits um die Pflanze zu kontrollieren, andererseits um den Schädling zu kontrollieren. Und in Indien ist es so, dass Landwirte einfach daran sterben, dass sie zu viel Pestizide spritzen, weil es einfach super Schädlinge in ihren Feldern gibt. Und in Punjab hat die Regierung den Anbau von genetisch veränderten Pflanzen verboten. Da haben sich so starke Resistenzen entwickelt, die man nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, die Agroökologie ist ein internes Inputsystem, selbst organisiert. Wir nennen das autopoetisch, nach Maturana in Varela. Und die industrielle Landwirtschaft ist immer extern organisiert. Es gibt immer Input von außen. Und die erste Generation waren Chemikalien, die zweite Generation sind genetisch veränderte Mittel, Stoffe, Pflanzen. Und jetzt haben wir einen Plan für die Landwirtschaft der Zukunft und leider ist mein Land quasi als Versuchslabor. Wir versuchen tagtäglich dem zu widerstehen. Ganz oft wird die Agroökologie abgelehnt. Also das ist jetzt diese neue Konvergenz zwischen der alten chemikalischen Industrie oder Chemieindustrie und auch den genetisch veränderten Nahrungsmitteln. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Aufsteigen der Informationstechnologie und der Digitalisierung, dass man viel zu diesem Thema sieht. Also man kann mit einer digitalen Landwirtschaft keine Pflanzen anbauen. Was man aber machen kann, sind zweierlei. Man kann die landwirtschaftliche Produktion überwachen und man kann versuchen zu verhindern, dass Landwirte die Freiheit haben, anzubauen, was sie wollen, indem man das Ganze digital überwacht. Also wo der Landwirt seine Saatgut kauft, wo er seine Pflanzen verkauft, seine Produkte und so weiter. Also man versucht hier wirklich intensiv die komplette Kontrolle zu erlangen. Und das ist natürlich sehr schwerwiegend. Also ein Thema ist auch Data Mining. Also Bill Gates beispielsweise und Unternehmen wie Bayer
stellen Forscher ein, Wissenschaftler ein, damit diese digital dokumentieren, was die Landwirte machen. Sie schreiben, sagen dann zum Beispiel, okay, sie schneiden so die Produkte auf ihren Feldern ab und so weiter. Und der Traum ist dabei, dass man letztendlich Big Data, also die großen Datensammlungen, wieder an die Landwirte zurückverkaufen kann. Und das ist natürlich oder basiert auf dem Paradigma der fossilen Brennstoffe. Also jetzt geht es um Daten. Aber woher kommen diese Daten eigentlich, die hier eingesetzt werden? Sie erhält man durch dieses Data Mining, also indem man die Daten von den Landwirten abgreift. Also dieser interne Input heißt also jetzt, dass man versucht, hier jetzt das Wissen abzugreifen. Das wird der Kampf in der Zukunft sein. Also wir sprechen hier auch von künstlicher Intelligenz. Was bedeutet das? Man lädt etwas herunter. Es geht um Machine Learning und dann wird es ausprobiert. Das heißt, es gibt hier auch einige Worte dazu. Also Algorithmen werden aus bestimmten Worten generiert. Die schauen dann sich an, was sie machen. Aber es geht auch darum, Hassbotschaften auszusenden. Facebook hat seine Daten verkauft, unsere Daten verkauft, an Cambridge Analytica. Und die haben dann Algorithmen erstellt, um sie für politische Werbung einsetzen zu können. Und so wurden die Wahlen in den Vereinigten Staaten gewonnen. Es gibt auch einen Artikel, der besagt, wir haben den ersten Präsidenten aufgrund von künstlicher Intelligenz. Aber Intelligenz heißt natürlich eigentlich, dass man wählen kann. Intelligenz bedeutet, dass man ein tiefergehendes Wissen hat. Und jetzt gibt es so viel Forschung, die zeigt, dass es emotionale Intelligenz gibt, dass es ökologische Intelligenz gibt, dass es kooperative Intelligenz gibt. Auch Pflanzen zeigen Intelligenz. Also wir haben eine lebende Intelligenz, Bakterien, unser Darm ist intelligent. Das heißt, die Intelligenz in der Natur ist ein neues Erwachen sozusagen in der Wissenschaft. Aber das wurde in indigenen Kulturen längst erkannt. Also Respekt für das Leben liegt daran, dass man eben erkennt, dass Tiere nicht nur Objekte sind beispielsweise. Ich habe oder erinnere mich daran, Barbara, 1990 oder 1998 oder 89, Entschuldigung, ich glaube 89 oder 90, da gab es diese große Debatte über die Patentierung des Lebens im Europäischen Parlament. Und da gab es jemanden, der ein genetisch verändertes Schaf, das später bekannt als Dolly, entwickelt hatte. Und der sagte, wir sind da die Treppen hochgegangen, der sagte, naja, Schafe sind einfach nur haarige, fusselige, kleine Fabriken für die Produktion von Biopharmaka. Also das ist die Vision, die es dort gab. Und das ist ja nicht alles. Also Monsanto spricht beispielsweise davon, dass man quasi Landwirtschaft ohne Landwirte betreiben könne. Und da Monsanto jetzt zu Bayer gehört, haben sie dieses Image. Also es gab gerade einen Artikel vergangene Woche, wo es wieder darum geht, dass man die Landwirtschaft quasi beenden muss, um die Welt zu retten. Aber dann gibt es unechte Lebensmittel, genetisch verändert, die in großen Fabriken hergestellt werden. Ich habe dann zurückgeschrieben auf diesen Artikel, nein, sie können die Welt nicht retten, also indem sie uns zerstören, weil wir einfach nicht von der Welt abgetrennt sind. Also sie würden uns zerstören. Das gilt natürlich auch und ist die Herausforderung für die jungen Menschen hier im Raum, auf die sie reagieren müssen. Die Krise, vor der die Erde steht und vor der die Menschheit steht, sind keine voneinander abgetrennte Krisen. Die Hauptkrise ist natürlich der Klimawandel, Aussterben von Arten. Aber unsere Gesundheitskrise hat die gleichen Wurzeln. Also man muss jetzt wieder diese Einheit mit der Erde erkennen, in der Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren. Da geht es um Agroökologie, also Landwirtschaft mit der Natur, in dem Wissen, dass wir nicht die Herren sind, die Eroberer, die Eigner, sondern dass wir Teilnehmer sind, Teilhaber sind an diesem sehr komplexen Leben. Und aus meiner Sicht ist Agroökologie die Anerkennung, dass das Netz des Lebens ein Nahrungsmittelnetz ist und dass es natürlich die höchste Berufung sein muss, Nahrungsmittel mit engagiert zu produzieren und mit dem Herzen
Wissen dabei zu produzieren. Und das ist wirklich die Herausforderung für die Politik, dass man aufhört, die Kleinbauern zu bestrafen durch Subventionen für die falsche Art der industriellen Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch diese falsche Wissenschaft, die gefördert wird, dass wir mehr Nahrungsmittel bekommen. Also wie kann man mehr Nahrungsmittel bekommen, wenn das falsche Nahrungsmittel sind, wenn es keine Nahrungsmittel sind? Also das schädigt unsere Eingeweide, unseren Darm. Wir können nicht die Nahrungsmittel, die wir essen, von der Nahrungsmittelproduktion auf der Erde, auf der wir leben, abtrennen. Und dieser wunderbare Moment des Erwachens der Bürger nenne ich Demokratie. Also eine Agroökologie ist die tägliche Praxis der Erddemokratie, der Earth Democracy. Vielen herzlichen Dank. So. Anna, für deinen Vortrag, der auch noch mal den Ton setzt, dazu, wer welche Visionen hat. Diejenigen, die eine Landwirtschaft ohne Farmer wollen, oder haben wir sie? Und ich glaube, ich habe wunderbare Gäste hier oben, die aus ihren jeweiligen Ländern und Kontexten, aus Deutschland natürlich, aus Kenia und aus Brasilien, uns nun in einer ersten Runde, glaube ich, noch mal ganz gut darstellen können, wie eigentlich das Nachdenken über Landwirtschaft, über eine Zukunft in der Landwirtschaft, zum Beispiel in Kenia oder in Deutschland oder in Brasilien eigentlich aussieht, wie sie diskutiert wird. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle mit, ich werde jeweils euch vorstellen, wenn ihr dran seid, jetzt nicht eine Vorstellungsrunde machen, sondern möchte zuallererst in der ersten Runde über den Stand der Debatte, der Forschung und der Anwendung im Kontext von Agroökologie mit euch sprechen, möchte mit Deutschland anfangen und möchte Sarah Schneider von Miserior bitten. Es gibt ja auch ein großes Bündnis in Deutschland, das sich mit Agroökologie auseinandersetzt. Sarah Schneider arbeitet, ich erwähnte es schon, für die deutsche Organisation Miserior als Referentin zum Thema Ernährung und Landwirtschaft. Und du schaust dir ja auch schon in deiner ganzen Arbeit, da kommen wir aber später drauf, natürlich auch die Politiken von Konzernen wie Bayer und Monsanto in der globalen Agrarlandschaft an. Machen wir nachher, wenn wir über wer hintertreibt eigentlich Agroökologie reden. Ich fände es sehr schön, wenn du hier uns allen schilderst, wie es eigentlich um Agroökologie in der deutschen Forschung, in der Anwendung, in der konkreten bestellt ist. Und auch schon mal großes Dank an Vandana für die super Einführung, und du hast ganz viel umrissen, was uns bei Agrarökologie so wichtig ist. Hier in Deutschland kam das Konzept in den letzten Jahren erst an. Es ist ganz stark verwurzelt in Ländern des globalen Süden und insbesondere in Lateinamerika. Und über zivilgesellschaftliche Netzwerke, über Partnerorganisationen haben wir uns viel ausgetauscht über das Konzept, das ganz eng verknüpft ist mit der Bewegung für Ernährungssouveränität. Und in den letzten Jahren ist es auch gelungen, dass vor allem globale Kleinbauernbewegungen Agrarökologie als Thema auf der internationalen politischen Agenda platziert haben. Das heißt, es hat auf globaler Ebene die Debatte zur Agrarökologie angestoßen und ist auch hier in Deutschland auf einen fruchtbaren Boden gefallen, weil wir uns mit multiplen Krisen auseinandersetzen müssen, sei es die Klimakrise, das Artensterben, aber auch die steigenden Hungerzahlen in den letzten Jahren. Das heißt, Agrarökologie hat hier als Lösungsansatz viel zu bieten. Und wir haben als Vorstoß von zivilgesellschaftlicher Seite vor einem Jahr auch hier in diesem Raum ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht mit dem Titel Agrarökologie stärken für eine grundlegende Transformation unserer Agrar- und Ernährungssysteme.
Und das Positionspapier wurde mitgetragen von 59 Organisationen, Netzwerken, Bewegungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also aus der ökologischen Landwirtschaft, von den Entwicklungsorganisationen, von Slow Food, die ja mehr als von der Konsumentenseite auf das Ernährungssystem schauen, aus dem fairen Handel, von Ernährungsräten. Also das war für uns ein wichtiges Papier, so als Kick-off zu der Debatte, uns auch nochmal als breites Bündnis dazu aufzustellen. Und wir haben die Inhalte nicht nur dann gemeinsam gezeichnet, sondern auch miteinander diskutiert und entwickelt. Und das war ein wichtiger erster Schritt hier in Deutschland. Das Papier hat auch verschiedene Forderungen an die deutsche Bundesregierung, wo sie zumindest angestoßen hat, dass es einen Antrag gab vom Bundestag mit der Aufforderung an die Bundesregierung, in der staatlichen EZ Agrarökologie stärker zu verankern. Und wir sind dran, dass bei den Forderungen auch nachgehalten wird. Insgesamt ist die Debatte also noch jung, hat aber auf jeden Fall Power. Und was es in Deutschland auf jeden Fall gibt, sind Praxisbeispiele, die häufig nicht unter dem Titel, Schlagwort Agrarökologie laufen, aber definitiv dazugehören, wie beispielsweise die Solawis, Menschen, die Saatgut selber vermehren und tauschen, die Permakultur praktizieren oder sich in Ernährungsräten organisieren. Das gibt es hier auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank, Sarah, soweit. Wir werden das sicherlich noch durch dich auch, Reinhild, vertiefen können, weil es ja auch darum geht, wie viel Land ist zum Beispiel tatsächlich agrarökologisch bewirtschaftet. Vielleicht kannst du uns da dann nachher am Ende dieser Runde dazu auch noch ein paar Infos geben. Ich möchte jetzt nach Kenia gehen und ganz, ganz herzlich Emmanuel Atamba begrüßen. Emmanuel arbeitet für die kenianische Organisation Root to Food Initiative. Das ist auch ein Zusammenschluss von mehr als 600 Bauern, Umweltaktivisten und so weiter in Kenia. Und du setzt dich dort ja auch besonders für das Menschenrecht auf Nahrung in Kenia ein und für ein faires und nachhaltiges Nahrungssystem. In Kenia sind 25% des Bruttosozialproduktes durch die Landwirtschaft erwirtschaftet. Das ist immer noch so. Viele Menschen leben in und von der Landwirtschaft. Und ich fände gut, Emmanuel, wenn du vielleicht hier kurz skizzierst, was ist los in Kenia mit der Landwirtschaft? Von wem wird sie eigentlich? Wer treibt was voran? Gibt es eine Debatte auch über Agroökologie oder seid ihr eigentlich mehr in Abwehrschlachten engagiert? Weil, da kommen wir später drauf, Kenia ein Land ist, das entdeckt worden ist von den großen Agrarexporteuren schon länger, aber jetzt noch mal intensiviert. Gibt es bei euch eine Diskussion über eine zukunftsfähige Landwirtschaft? Thank you. First of all, thank you very much. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und vielen Dank an Vandana Shiva für diese wunderbaren ersten einführenden Bemerkungen. Kenia ist nicht viel anders als andere Länder. Aber vielleicht, um das kurz darzulegen, damit Sie das besser verstehen können hier. Diese Diskussion würde leichter sein in Kenia und in anderen afrikanischen Ländern, weil wir sind nicht so sehr in dieser industriellen Landwirtschaft. Die Initiative, die wir in Kenia haben, meine Kollegen sind auch hier heute, das Recht auf Lebensmittel und all diese Diskussionen um nachhaltige Lebensmittelsysteme. Hier engagieren wir uns, diskutieren wir mit den Politikern, mit der Öffentlichkeit, mit den Medien, um Bewusstsein zu wecken. Zum Thema Agroökologie, da ist es ja so, wir haben einen Dialog um Lebensmittelrechte, um die Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelsysteme. Wir versuchen, jeden an Bord zu bringen hier. Wir glauben, dass Agroökologie nicht nur eine Frage der Techniken der Produktion ist, sondern es geht da auch um die Textur der Gesellschaft, wie wir auch unsere wirtschaftliche System, unsere Marktsysteme strukturieren
wenn man in einem Restaurant arbeiten würde und dem Chef sagen könnte, dem Koch sagen könnte, hey, das Lebensmittel ist gut. Es geht da also nicht nur um die Bauern. Wir versuchen alle mit einzubinden. Denn jeder isst Lebensmittel und jeder möchte gutes Lebensmittel essen. Was jetzt Politik angeht, es gibt seitens der kenianischen Regierung keine politische Unterstützung oder Finanzierung dieses Entwicklungsmodells der Agroökologie. Man will seitens der Regierung uns immer weiter zu drängen in die industrielle Landwirtschaft, die unserer Meinung nach schon längst gescheitert ist und wo viele Länder sich nach Alternativen, die ja heute schon umschauen, also da geht es um Chemie, da geht es um eine Plattform für große Unternehmen zum Investieren hier in Kenia, Marktzugang für Bauern und so weiter. Das ist, was die Regierung hier versucht zu befördern. Aber wir sind da aber dennoch ganz gut unterwegs hier. Es gibt viele Probleme mit Pestiziden. Es gibt ja eine gute Diskussion derzeit zu diesem Thema bei uns. Und ich glaube, dass dieser globale Dialog zum Lebensmittelsystem, wie wir unsere Lebensmittel produzieren wollen und wie wir Zugang zu ihnen haben, das ändert. Also, und das wird auch die Situation ändern. Gibt es den Begriff Agroökologie? Gibt es Lebensmittelkooperativen in Ihrem Land? Na gut, wenn man von Agroökologie spricht, Teil der Arbeit ist es ja, Bewusstsein zu wecken. Jede hier in Kenia bewusst zu machen, dass es hier nicht nur um den Bauern, um die Bäuerinnen geht. Es geht ja um eine politische Diskussion. Es geht um unsere Gesellschaft. Wie wir einander unterstützen, sodass Produzenten und Verbraucher, dass alle profitieren. Es ist natürlich auch interessant, was Vandana ja auch gesagt hat in ihrer Eröffnungsrede, was die Bio-Erzeugung angeht. Ja. Wir brauchen höhere Preise für Bioprodukte und das müssen wir natürlich versuchen auch umzusetzen. Ja. Wie schon gesagt, wir werden nachher nochmal diskutieren, wie viel Ihr Land zu kämpfen hat gegen diese Pestizidimporte und so weiter. Antonio Andreoli. Brasilien und hat sich ausführlich mit den Auswirkungen von Gentechnik in der Landwirtschaft auf Mensch und Umwelt auseinandergesetzt. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie eigentlich in einem Land, das der weltgrößte Sojaanbauer geworden ist, der größte Importeur von Pestiziden, wie da überhaupt noch die Debatte um eine andere Landwirtschaft, um Agrarökologie eine Chance hat. Wird die noch von wichtigen Akteurinnen und Akteuren, Bewegungen überhaupt adressiert? Ja, zunächst vielen Dank, dass ich hier reden darf. Für die Einladung und besonders zusammen mit Vandana Shiva, die ich sehr schätze, für die ganzen Kämpfe, die wir noch vor uns haben. Das Erste, was bei uns ganz wichtig ist, ich werde die Zeit jetzt hier mal nutzen, das zum ersten Mal sagen, wir haben eine Universität aufgebaut in 10 Jahren mit 10.000 Studenten in einer Fläche so groß wie die Bundesrepublik Deutschland mit dem Schwerpunkt auf Agrarökologie. Und das ist das Erste. Ich glaube, dass wir nie mehr die Gelegenheit haben werden in meiner Generation, dass die sozialen Bewegungen auf dem Land eine Universität wollen, weil sie sie dringend brauchen, weil sie nicht mehr von Drittmittelgeldern von Konzernen abhängen wollen. Agrarökologie ist ja dadurch entstanden, dass die Bauern, die man dachte, die verschwinden würde, aussterben würde, Widerstand geleistet haben gegen das Modell der grünen Revolution oder der sogenannten grünen Revolution. Ich glaube, es hat mit Grün nichts zu tun, mit Revolution auch nicht. Nee. Ansonsten würde ich sagen,
Die Bauern haben es geschafft, eine Universität aufzubauen, die wir jetzt in 10 Jahren aufgebaut hatten, haben mit Hilfe Regierungen, der Bundesregierung, wo sie selbst an Entscheidungen teilnehmen über Wissen. Das ist was ganz Einmaliges. Und ich glaube, dass Agrarökologie auch sehr viel mit Wissen zu tun hat. Dass man das Bauernwissen oder das traditionelle Wissen der indigenen Gemeinde mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden kann. Ich werde es mal etwas anders ausdrücken. Wissenschaftler glauben manchmal, dass sie was wissen. Und die Bauern glauben meistens, dass sie es nicht wissen. Aber die Bauern sind eher betroffen als die Wissenschaftler. Aber inzwischen verstehen sie sich. Bei dem Verstehen gibt es eine Chance, die wir nutzen sollten. Denn Agrarökologie braucht ja mehr Wissen als das, was wir in der Geschichte entwickelt haben. Also besser zu produzieren heißt aber dann auch, dass die Regierungen in dieser Übergangsperiode die Bauern unterstützen müssen. Weil es kann ja dazu kommen, dass in den ersten Jahren der Ertrag nicht so hoch ist. Dass man mehr Arbeitsaufwand hat. Und besonders was Wissen angeht, da müssen Regierungen helfen. Und das hatten wir 12 Jahren, dass wir so eine Art Kompetenzzentrum für Bauern aufbauen konnten vor Ort, wo die Bauern auch mitbestimmen konnten, wie die Universität sich ausrichtet. Also 1700 Angestellten arbeiten da in 45 Studiengänge. Und das ist vielleicht auch wichtig, dieses Fachübergreifende. Denn wir haben ja Probleme in unserer Wissensbildung, dass die Leute sich immer mehr spezialisieren und nicht mehr zurückkommen zum Gesamten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses ganzheitliche Wissen wieder darzustellen. Und das haben die Bauern ja noch. Das haben die indigenen Völker ja auch noch. Und mit denen können wir ganz viel lernen. Und das heißt nach meiner Ansicht, vielleicht auch das zu entwickeln, was mal früher Aristoteles sagte mit dem Prinzip der Phronesis. Wir brauchen so etwas wie eine, so wie die Charta der Menschenrechte, auch so eine universale Wissenschaftsethik. Dass wir wieder dazu kommen, zu diskutieren, wozu brauchen wir Wissen und wie Wissen tatsächlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen beitragen kann. Im Einklang mit der Natur und nicht gegen die Natur. Da sehe ich meinen ganzen Optimismus, Barbara. Was ich heute Morgen so ganz pessimistisch dargestellt habe, habe ich heute jetzt die Gelegenheit, mal so richtig optimistisch zu sein. Diese 10 Jahre zeigen uns, wie man was machen kann. Obwohl ich sagen muss, das wird ja jetzt tatsächlich zerstört. Ne? Ja, siehst du, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Heute Morgen hast du erzählt, wie genau unter der Regierung Bolsonaros solche Ansätze, Universitäten, platt gemacht werden. Du selber bist ja auch bedroht. Ja, du kannst ja auch unter diesem Regime nicht mehr sagen, was du willst. Ja, hier kann ich es ja noch. Ne? Hier kannst du es noch. Und ich freue mich, dass es diese Netzwerke gegeben hat. Ich freue mich besonders, dass Miserio, das Brot für die Welt, dass es so viele Organisationen gibt, die jetzt auch den Begriff Agrarökologie in der Gesellschaft klar machen. Weil die Menschen haben es ja auch verstanden, dass das dazu führen kann, dass wir überhaupt noch eine Zukunft haben. Dass wir überhaupt noch Lebensmittel haben können. Und ich schätze sehr das Wort Lebensmittel, also Mittel zum Leben, dieses wahre Lebensmittel. Und dass man auch vielleicht wieder zurückkommt zu dem Begriff Agrikultur, also nicht nur Wirtschaft. Kultur. Das hat auch mit Kultur zu tun. Deswegen hat es auch so viel mit Wissen zu tun und deswegen hat es auch so viel mit Bewusstseinsbildung zu tun. Also es fehlt an kritischem Denken, es fehlt auch an Umweltbewusstsein. Wie macht man das mit Wissenschaft? Das ist vielleicht die entscheidende Frage und ich freue mich, dass ich das hier auch zum ersten Mal so sagen durfte. Super. Vielen Dank, Antonio. Ja, Reinhild Benning, dich möchte ich auch kurz noch mal vorstellen. Sie ist Referentin für Landwirtschaft und Tierhaltung bei German Watch
Und ich glaube, dir haben wir es zu verdanken, dass wir überhaupt in Deutschland sehr, sehr viel wissen zum Zusammenhang von Antibiotika in der Tierhaltung. Du hast es früher beim BUND gemacht, heute bei German Watch richtig auch untersucht, wie viel Antibiotika sind eigentlich in unseren Rückständen, sind in unserem Hühnerfleisch zum Beispiel. Das soll jetzt nicht dein Hauptthema sein heute Abend, aber ich möchte auch dich nochmal, weil du ja sehr, sehr lange die Debatte in Deutschland auch um die Alternativen zur intensiven Landwirtschaft mitgestaltest, was aus deiner Sicht in Deutschland dringend notwendig ist, damit Agroökologie überhaupt eine Chance bekommt. Man kann ja nur träumen von einer Universität für Agrarökologie. Gibt es sowas auch nur im Ansatz in den deutschen Universitäten? Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen da noch aufschauen, nach Brasilien schauen, auf das, was die Studierenden mit euch überzeugten Professoren dorthin bekommen haben und Professorinnen. Ich denke, hier beginnt das ganz langsam. Denn Agrarökologie heißt ja auch Boden verstehen, heißt überhaupt erstmal verstehen, wie funktioniert mein Boden, welche Pflanzengesellschaften sind auf einem Ackerstück da, Pflanzengesellschaften, die mir zeigen, ist der Boden ein bisschen verdichtet, habe ich so viel Kamille zwischen meinen Kulturen, dass ich sagen muss, oh, ich glaube, ich bin zu viel mit dem Schlepper drüber gefahren, oder wie viel Regenwurmmasse ist in meinem Acker. Es heißt, Spatenproben nehmen, Bodenproben nehmen, anschauen, mal anfühlen, wie ist das Bodenleben bei mir auf dem Acker bestellt. Und das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Das gibt es einzeln an den Schulen, wo wir ausgebildet werden. Ich bin selber staatlich geprüfte Landwirtin und ich bin an einer Schule ausgebildet worden, wo konventionelle und ökologische Landwirtinnen und Landwirte gemeinsam ausgebildet wurden in Haus Rissweg in Kleve am Niederrhein. Und wir haben sehr viel Exkursionen gemacht und Spatenproben gemacht, weil im Gegensatz zu den Kollegen im Konventionellen stehen uns all die Mittel, die sie im Unterricht erlernen mussten. Was setzt man ein, wenn man eine Krankheit hat oder einen Pilz im Getreide? All das stand uns ja nicht zur Verfügung. Wir konnten nur versuchen zu erlernen, wie wir die Pflanzen gesund halten. Dann säen wir sie vielleicht nicht ganz so dicht, dann kommt der Wind besser durch, dann trocknen die Pflanzen nach dem Tau schneller ab und der Pilz hat nicht so viel Angriffsfläche, weil die Feuchtigkeit unten an den Füßen des Getreides nicht so hoch ist. Sowas wurde uns beigebracht. Aber das alles zu verstehen und zu schauen, wie kann ich das, was auf dem Acker da ist an Vielfalt, Vandana hat es so schön gesagt, wie kaum jemand es sagen kann, Vandana, herzlichen Dank dafür. Wir müssen mit der Vielfalt leben und arbeiten. Darin steckt der Reichtum einer agrarökologischen Landwirtschaft. Und das Gleiche gilt natürlich für die Tiere. Die Potenziale, das Sein, das auch die natürlichen Lebensweisen der Tiere zu verstehen. In meiner Schule war das so, dass unser Berufsschullehrer uns dann gesagt hat, ja, ein Huhn, das ist mal ein Waldrandbewohner in Asien gewesen. Das hat ganz bestimmte angeborene Bedürfnisse und die haben wir dem Haustier auch nicht aberziehen können. Deshalb lasst uns doch mal gucken, was sind die Bedürfnisse und wahrscheinlich bleibt das Tier am besten gesund, wenn wir es so halten, dass es ganz nah an den ursprünglichen Bedürfnissen sich anlehnen kann, in denen die Genetik des Huhns sich entwickelt hat. Das ist eben diese Betrachtungsweise überhaupt, ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Das ist schon etwas länger her. Ich erinnere mich immer gerne, was mein Vater berichtete. Er ist konventioneller Landwirt im Münsterland und in Augenblicken, wenn Krankheiten auftauchten, etwa ein Drahtwurm in der Kartoffel, dann sagte er, ach, lass uns mal als nächstes Fruchtfolgeglied wieder Hafer nehmen. Hafer ist als Gesundungsfrucht denen bekannt, die noch Agrarökologie gelernt haben, nämlich in der Zeit, die Vandana erwähnt hat, als in Deutschland der Stickstoff in die Bomben gegangen sind und nicht in die Landwirtschaft. Da war Stickstoffdünger so teuer, dass Landwirte allerdings überhaupt kein, das ist kein Plädoyer für Bombenbau. Das ist ein Plädoyer dafür, die synthetische Stickstoffgewinnung zurückzufahren und zwar ganz gründlich. Und dann, also er ist in einer Prägezeit Kind und Jugendlicher gewesen, in der diese Methoden
in der Landwirtschaft die einzig verfügbaren waren. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch von ihm noch einiges Wissen habe. Jetzt müssen wir uns das an den Universitäten zurückerobern. Und ich denke, solche Anzeichen, dass die Uni Witzenhausen, Kassel-Witzenhausen, nicht mehr nur so ein bisschen belächelt wird, sondern die Universität Göttingen, die bis jetzt liberale Denkweisen produziert hat, sich mit Kassel-Witzenhausen, mit dem Ökolandbau und ökologischen Verfahren zusammensetzt und zusammen Veranstaltungen macht, weist in eine richtige Richtung. Okay, super. Nochmal eine Nachfrage. Entweder kannst du sie, Sarah, beantworten oder du, Reinhild. Wir haben ja auch öffentliche Forschungsförderung. Kann eine von euch mal sagen, wie viel eigentlich in die agrarökologische Forschung mit öffentlichen Geldern fließt in der Bundesrepublik im Vergleich zum Beispiel zu neuer Gentechnikforschung und anderen Dingen? Hat eine von euch da die Zahl parat? Muss. Mikro. Das ist wahrscheinlich ganz genau zu sagen. Hast du sonst eine? Nee, ich habe die Zahl nicht. Ich habe mal eine Zahl gesehen für die Forschung in den USA und es war auf jeden Fall im einstelligen Prozentbereich. Ja, das wird in Deutschland nicht besser ausschauen. Soweit ich informiert bin, es ist in Deutschland auch so. Es ist im einstelligen Bereich der Förderung für Agrarökologie und das macht natürlich auch nochmal deutlich, dass wir schon auch auf allen Ebenen schauen müssen, wie eigentlich Wissen entsteht, ne? Wie Wissensaufbau entsteht, wie Lehre sich ändert, ne? Indem eben auch dann mehr Geld in diesen Bereich fließen muss. Ich habe es schon angekündigt, wir haben jetzt eine Runde gehabt, wo es nochmal darum geht, wie es aussieht mit der Agrarökologie in verschiedenen Ländern. In der zweiten Runde wollen wir jetzt doch nochmal etwas tiefer schauen, wer eigentlich die Treiber sind, die verhindern, dass Agrarökologie überhaupt eine Chance hat. Wir erleben, glaube ich, nach wie vor global keine Trendwende hin zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft, sondern eher das Gegenteil, Ausbau der Agroindustrie auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich würde hier gerne dich, Emanuel, fragen, nochmal ganz präzise, wie das in Kenia eigentlich aussieht. Ihr habt bei Root to Food eine Publikation gemacht, kann die auch gerne mal zeigen. Pesticides in Kenya, why our health, environment and food security are at stake. Und ich fände es schon wichtig, auch hier unserem Publikum zu sagen, wer sind denn die Akteure, die in euer Land kommen und diese Agrarindustrie betreiben? Thank you, Barbara. Barbara, vielen Dank. Ja, interessantes Thema. Wir gucken uns ja Agroökologie aus verschiedenen Blickwinkeln an. Und Leute, die über Agroökologie sprechen, sollten sich natürlich auch die Tierschützer anschauen und mit denen zusammenarbeiten. In Kenia, insbesondere was das Thema Pestizide angeht, da ist es so, mein Kollege hat das Papier erarbeitet über die Pestizide, sich angeschaut, was wird importiert, was wird registriert, was wird akzeptiert für Anwendung. 32% der Pestizide, die in Kenia verwendet werden, sind aus dem europäischen Markt abgezogen worden. Die waren mal registriert, die wurden mal verändert in Europa, aber es gab neue Erkenntnisse, dass die nicht gut sind. Und dann wurden sie also von den europäischen Märkten abgezogen, weil sie umweltschädlich sind oder eben gesundheitsschädlich sind, und auch für die Verbraucher. Und wenn man dann diese Informationen dann veröffentlicht, gibt es jede Menge Gegenwind. Viele Unternehmen, viele deutsche Unternehmen. Ich habe hier... Ich werde die Unternehmen nicht erwähnen. Ich muss mir auf der sicheren Seite sein hier. Wir haben ja auch Politiker im Publikum. Es gibt deutsche Unternehmen, sagen wir mal, und auch andere Unternehmen, die diese problematischen Pestizide nach Kenia exportieren. Und Sie werden erstaunt sein, wie viele Bäuerinnen und Bauern diese Chemikalien verwenden.
Es gibt keine sichere Nutzung, denn erstmal können die Bäuerinnen und Bauern gar keine Schutzkleidung sich leisten. Außerdem können sie auch gar nicht lesen. Sie wissen gar nicht. Das ist dann in so schönen Fläschchen, in weißen üblicherweise. Das ist dann in schönen Regalen im Laden. Und dann sieht das aus, als ob man das sicher verwenden kann. Das sieht dann aus wie eine Flasche Milch, weil es auch im Laden verkauft wird. Also denkt man sich, okay, das kann man sicher nutzen. Es gibt doch keine Analysen und sonst was. Was wir hier sehen, ist große Anstrengung seitens der Industrie bezüglich der Chemikalien, die die Bäuerinnen und Bauern verwenden. Das Wissen, das traditionelle Wissen, geht weg oder man versucht es auch zu unterdrücken. So nach dem Motto, das ist traditionell, das funktioniert nicht, das ist kein Ertrag, Schluss, das schmeißen wir raus, lass uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen, die neuen. Und im Kontext der Pestizide ist es ja so, die Pestizide sind ja schwierige Technologien. Ich verwende immer dieses Beispiel, Technologien sind unstabil, ja. Das Schwerkraftgesetz, ja, wenn man es aber nach oben schmeißt, dann kommt es runter. Das verändert sich nie. Aber Technologie, da gibt es immer Mängel. Vielleicht haben Sie ein Buch, das Ihnen heute gute Ratschläge gibt. Im nächsten Moment sind diese Ratschläge nicht mehr aktuell. Das heißt, wir zerstören die wirkliche Wissenschaft und die wissenschaftlichen Erkenntnisse und nutzen jetzt sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisse, die gar keine sind. Das heißt, der Leuten wird erzählt, dass dass das Neue ja ganz wissenschaftlich ist, und das ist es nicht. Wir hoffen, dass wir die alten traditionellen Methoden wieder besser den Leuten beibringen können. Natürlich, auch ist es ganz gut für die Agroökologie. Die Leute exportieren ja auch wieder das Zeug zurück nach Deutschland. Es ist im gegenseitigen Interesse, dass wir das ändern. Vielen Dank. Kenia im letzten Oktober besucht und habe dort auch gelernt, dass eigentlich in Kenia gar keine Daten, Fakten oder Forschung vorliegt, wie sehr den Pestizide überhaupt die Böden belasten, die Gewässer belasten oder die Gesundheit belasten. Auch das muss man einfach noch mal hier klar haben, dass es gar nicht diese Art von Datenerhebung und Messung gibt, wie es in Deutschland möglich ist. Es ist also für euch bei Root to Food gar nicht so einfach, überhaupt nachzuweisen, wie sehr Pestizide, Gewässer, Böden und die Gesundheit der Menschen schädigen. Also ich denke, das ist auch nochmal ein Thema, was ganz wichtig ist, dass ihr eben auch Wissen und Forschung braucht und Labore, die helfen, überhaupt mal zu erfassen, was diese Pestizide bewirken. Ich gehe zu dir, Sarah, und ihr habt euch ja auch viel mit Bayer und dem Weltmarktführer für Pestizide, Bayer ist der Weltmarktführer für Pestizide, beschäftigt. Und mich würde wirklich interessieren, was wir alle gemeinsam tun können, dass der skandalöse Zustand, dass die Europäische Union bei uns nicht mehr zugelassene und verbotene Pestizide in Länder wie Kenia und wir kommen dann auch auf Brasilien, nach Brasilien exportiert. Wirkstoffe, die bei uns nicht mehr zugelassen werden, werden nach Kenia und nach Brasilien, nach Nepal, to name it, exportiert. Was können wir eigentlich tun, um diesen, wie ich finde, wahnsinnigen Doppelstandard, den die EU hat, eigentlich abzustellen? Die Doppelstandards sind ein Riesenproblem und auch kein neues. Das
Also ein klarer Schritt wäre, dass es ein Exportverbot geben muss auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, das den Export von in der EU nicht mehr zugelassenen Wirkstoffen verbietet. Das wäre ein Schritt. Parallel läuft gerade auch die Initiative Lieferkettengesetz, wonach deutsche Unternehmen dazu verpflichtet werden sollen, Menschenrechte und Umweltstandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu achten. Dafür werden gerade Unterschriften gesammelt. Das ist ein breites Bündnis. Es gibt auch eine sehr, sehr, sehr dringende politische Debatte dazu. Also wenn dieses Lieferkettengesetz auf die Beine kommt, dann würde das sich auch auf die Pestizidunternehmen auswirken. Also es würde Bayer zum Beispiel dazu verpflichten, dass sie Risikoanalysen durchführen müssen, wie der Verkauf bestimmter Wirkstoffe sich auf zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser auswirken könnte oder auf was für mögliche Umweltrisiken damit verbunden sind. Und das Unternehmen müsste dann auch Wirkstoffe vom Markt nehmen, wenn es eben Risiken identifiziert. Also das sind die beiden Maßnahmen. Weißt du was, wie es eigentlich zu diesem Doppelstandard kam? Also ich meine, es ist doch schon unglaublich, dass man das, was man uns, unseren Böden, Bauern, unserer Bevölkerung, und es ist schon schlimm genug, was wir ja auch einsetzen, zumutet, warum man das anderen Menschen und anderen Ökosystemen zumutet. Wie ist es dazu gekommen? Es sind unterschiedliche Regularien und unterschiedlich starke Gesetzgebungen. Zum Beispiel in Indien gibt es den Fall mit dem Fungizid Nativo, das in Indien mit weniger Warnhinweisen versehen ist als in der Europäischen Union. Wir waren mit Bayer wiederholt im Austausch dazu und sie sagen, laut der indischen Gesetzgebung ist das legal. Und das heißt, solange es unterschiedliche Regularien gibt, werden sich die Unternehmen darauf ausruhen. Ja. Ja, das ist genau die Argumentation. Wir halten uns an die Regulierung in den einzelnen Ländern und was in dem Land nicht verboten ist, können wir dann dahin auch exportieren. Aber ich glaube, diesen Mindset, den muss man wirklich drehen und dafür braucht es auch wirklich diese Unterschriftenkampagnen von euch und uns allen und von Ihnen Aktivität. Nach Brasilien, auch da. Wir haben es heute Morgen schon im Rahmen der Debatte zum EU-Mercosur-Abkommen diskutiert. Brasilien ist der weltgrößte Pestizidimporteur. Im Rahmen des EU-Mercosur-Abkommens ist ja unter anderem im Handelsabkommen das Ziel, Zölle abzusenken. In diesem EU-Mercosur-Abkommen gibt es jetzt den Vorschlag oder die konkrete Maßnahme, dass Pestizide statt bisher mit 14% Zoll auf 0% runtergefahren werden soll. Ist also ganz klar ein Abkommen, was auch wieder unseren Exporteuren von Pestiziden nutzen wird. Was heißt es eigentlich für ein Land wie deins, in dem Böden schon großflächig verseucht sind? Und was sagt ihr auch als Zivilgesellschaft und als Wissenschaft in Brasilien, wie man dem begegnen muss? Vielleicht ist das einzige Positive daran, danach ich immer suche, dass man das jetzt tatsächlich verstehen kann, wie es ist. Also es ist seit 500 Jahren so. Lateinamerika soll Rohstoffe produzieren und dann kommen Industriegüter aus Europa, die unsere Industrie zunichte machen. Das ist eigentlich doch das Abkommen, oder? Dass es aber so offensichtlich ist, finde ich jetzt mal positiv, dass jeder Mensch es verstehen kann, weil vorher hat man immer nur so getan, wie die Landwirtschaftsministerin Brasiliens gestern. Die redet da was, Nachhaltigkeit, obwohl sie in Brasilien gegen Nachhaltigkeit ist. Und in den Verträgen steht dann immer vieles Schönes drin. Also wenn man es jetzt so offensichtlich sieht, dass es tatsächlich darum geht, die ganz geringe Industrialisierung, die es gibt in den Ländern, in Brasilien, in Argentinien dann etwas mehr, dass man die noch vernichten soll, dass man dann Käse, Milchprodukte, Milchpulver, das hier zu viel ist, noch zu uns schickt, damit dort die Kleinbauern, die 60% Kleinbauern, die für die Milchproduktion vor Ort zuständig sind, dass die dann auch nicht mehr da Milch produzieren können. Also so ist es. Also braucht man jetzt nicht mehr herumreden. So einfach kann man das erklären. Da kann man nicht damit einverstanden sein. Und die Menschen sind auch nicht damit einverstanden.
Das andere, was mich immer sehr beunruhigt, ist, wie kann man es akzeptieren, dass man hier sagt, wir wollen nicht mehr Fleisch in dem Maße, wie wir es schon haben. Was steht in dem Abkommen drin? Wir importieren mehr Fleisch. Was sagt man hier in Bezug auf CO2-Emissionen? Weniger Autos. Was steht in dem Abkommen drin? Mehr Autos nach Brasilien. Was hat man aus der Geschichte der Agrartreibstoffe gelernt? Bioethanol ist nicht nachhaltig, bitte. Die Atomenergie auch nicht. Also wie lange müssen wir noch wissenschaftlich dafür plädieren, um zu sagen, dass die Zuckerrohrmonokultur mehr mit Pestizid belastet ist als Soja? Auch wenn man da jetzt nicht Ethanol trinkt, ne? Ist es dann damals der brasilianische Präsident Lula gewesen, der mal gesagt hat, ja, ist ja gar nicht so schlimm mit dem Biodiesel, wenn es aus gentechnisch veränderten Pflanzen kommt, weil das werden wir bei den Autos benutzen. Also ist ja schon schlimm genug, wenn man sagt, dass es uns nicht schadet, wenn es in den Autos geht. Aber also Zuckerrohr zu produzieren, das machen wir seit 500 Jahren. Und jetzt sollen wir in den Amazonaswald roden, den Cerrado zerstören, nur damit man dann 10.000 Kilometer mit dem Ethanol nach Europa fährt. Also das kann doch nicht nachhaltig sein. Also das ist so offensichtlich. Ich finde es, ich habe immer danach gesucht. Ne? Da muss doch etwas Positives drin sein. Das Vorsorgeprinzip habe ich heute Morgen verstanden, ist es nicht. Ich dachte, es ist. Das Positive ist eigentlich, jeder Mensch versteht es. Jeder Mensch sieht, was der brasilianische Präsident jeden Tag sagt. Also so offensichtlich ist es. Tatsächlich. Und die Brasilianer müssen dann fragen, wie kann es sein, dass die deutsche Unternehmer sich in Brasilien über diese Regierung freuen. Das ist dann auch mal offensichtlich, oder? Da kann man ganz viel profitieren, wenn man diese riesigen Naturressourcen, die wir noch haben, alle in Wert setzt, wie man so schön sagt. Das dürfen aber wir nicht akzeptieren. Ja. Und weil wir heute Abend doch noch so um einige mehr sind, möchte ich auch noch mal gerne hier vom Podium aus sagen, dass wir uns heute Morgen, als es um das EU-Mercosur-Abkommen ging, sehr, sehr einig waren, dass dieses Abkommen mit Bolsonaro und den anderen Mercosur-Staaten weg muss, dass es absurd ist, mit solchen Inhalten ein solches Abkommen in Zeiten von Klimawandel und Artenverlust zu verhandeln. Ich hoffe, Sie unterstützen uns dabei. Reinhild, auch, und es ist vielleicht auch schon so ein bisschen, wir haben seit Jahren Anti-Pestizid-Kampagnen, wir haben eine Bayer-Kampagne. Verdammt, wann schaffen wir es, doch etwas mehr Erfolg zu haben, dass diese Unternehmen eben nicht mehr dieses zerstörerische Geschäft, nämlich die Natur und die Menschen, nicht im Einklang mit ihr zu leben, sondern die Welt zu verseuchen. Wie können wir das stoppen? Ja, mit der Jahreszahl tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, aber das Ende der Agrarindustrie anzukündigen. Aber wir sind eine Bewegung, die jedes Jahr wächst. Die Produkte, ich sage es noch mal ganz kurz zum ökologischen Landbau, werden kaum beworben in der Öffentlichkeit im Vergleich zu den aggressiven Angeboten für Billigfleisch und für Zuckerbomben. Kaum wird Bio beworben, trotzdem wächst der Markt kontinuierlich. Menschen durchschauen es. Wie du schon gesagt hast, es wird immer offensichtlicher, wo die Widersprüche liegen. So liegen wir jetzt bei 9,1% Ökolandbau in Deutschland, 1,5 Millionen Hektar von insgesamt 17 Millionen Hektar. Da muss noch etwas dazukommen, ist klar. Aber was wir weiter sehen, was wächst, ist die solidarische Landwirtschaft. Und ich denke, das ist ein vorzügliches Modell, weil es dem Anspruch von Emmanuel genügt, dass die ganze Gesellschaft, nämlich Verbraucherinnen, Landwirte, vielleicht auch Verarbeiter, gemeinsam an alternativen Ernährungssystemen in ihrer Region arbeiten. Und die solidarische Landwirtschaft kann dafür ein hervorragendes Beispiel sein. Permakultur, ein weiteres Beispiel, das agrarökologische Methoden ganz schön beschreiben kann. Auch hier wächst das Wissen
darum, gerade hat die Humboldt-Uni Berlin, gute Nachricht, denke ich, eine Einladung zu Fortbildungsseminaren in Permakultur versendet, über den Ernährungsrat. Ein Beispiel wiederum, wie Menschen sich zusammentun können. Der Berliner Ernährungsrat war in dieser Region jetzt der erste. Vorgestern ist der Brandenburger Ernährungsrat, ein Brandenburger Ernährungsrat gegründet worden, wo Bauern und Bäuerinnen sich mit den Konsumenten ihrer Region darüber verständigen, was ist unser Potenzial hier und was sind unsere Bedarfe und wo sie versuchen, hier zusammenzukommen. Deshalb denke ich, lasst uns weitermachen damit. Wer von Ihnen noch nicht engagiert ist, wer von Ihnen noch nicht das Lieferkettengesetz unterzeichnet hat, tun Sie das. Wer von Ihnen noch nicht beschlossen hat, am Samstag auf die Demo zu gehen mit einem Plakat Stopp Mercosur, möge das jetzt malen und dann geht's los. Ich wollte jetzt kurz noch mal was sagen zu Mit Wanderner. Ist verabredet, dass sie jetzt erstmal zuhört und dann am Ende auch noch mal einen Kommentar bekommt. Also sie ist ja nicht exkludiert, sondern es ist verabredet mit ihr. Vielleicht machen wir jetzt, bevor ich dann auch Ihnen die Möglichkeit gebe, sagen wir mal insgesamt vielleicht 5 Fragen zu stellen, würde ich jetzt noch mal ganz kurz auch dich, Sarah, dich und dich bitten, noch mal was zu sagen, wie ihr eigentlich aus euren jeweiligen Perspektiven und Ländern, also Brasilien und Kenia, den Stand der Gegenbewegung seht. Ne? Also was passiert da in Brasilien zum Beispiel auch unter den Bedingungen von mehr Repression und Kriminalisierung, vor allem auch der Zivilgesellschaft? Das schon heute Morgen in Brasilien sind die Großgrundbesitzer die Regierung. Ne? Sie sind nicht mehr in der Regierung, sondern macht Druck auf die Regierung. Sie sind die Regierung. Und das heißt, dass sie eigentlich die großen Gegner der Agrarökologie sind, weil sie ja weiter auf dieses Modell setzen der Ausweitung von Flächen, anstatt dass sie mal erkennen, wie sie der Natur geschadet haben. Und das ist auch für die Wissenschaftler sehr schwierig, es zu verstehen, dass die Natur reagiert. Eigentlich ist das selbstverständlich, aber in der Wissenschaft ist ja nichts selbstverständlich. Man muss es immer begründen. Und ich habe nach 6 Jahren Teilnahme an der Nationalen Biosicherheitskommission, die für die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen gelernt, dass die meisten Wissenschaftler eigentlich nicht verstehen, welche Zusammenhänge es da gibt. Also was hat Agrarökologie zum Beispiel mit Nahrungsmitteln zu tun überhaupt? Das ist nicht nur Wissenschaft. Obwohl ich auch davon ausgehen muss, und das erkläre ich immer unseren agrarwissenschaftlichen Studenten, das ist die einzige Chance, die wir haben, zukünftig Lebensmittel zu produzieren. Also wir haben keine andere Wahl, außer agrarökologisch zu produzieren. Das heißt dann, dass das Fortschrittlichste ist, was wir an der Wissenschaft haben. Aber es ist nicht nur Wissenschaft. Es ist auch Macht. Es ist auch eine Lebensweise. Es ist auch eine Weise zu denken. Und vielleicht ist das ganz entscheidend. Wir können durch Agrarökologie zu einem anderen Gedanken kommen, wo dann auch solidarisches Wirtschaften dazukommt. Also eine andere Beziehung zur Natur fördert ja auch eine andere Beziehung unter den Menschen selbst. Also die Wechselwirkungen zwischen Mensch, Umwelt und Gesellschaft. Und dagegen haben wir tatsächlich viele, die das nicht wollen. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, ich sage mal einfach, die versuchen es auch gar nicht zu verstehen, wie diese Zusammenhänge entstanden sind. Also viele Wissenschaftler wissen einfach nicht, was sie tun. Und das ist dann auch problematisch, weil die wurden so ausgebildet, dass sie distanziert werden von der Realität. Also der dummste Satz, den ich gehört habe, bevor ich nach Deutschland gereist bin, es war von einem Kollegen, der sagt, du hast ja recht, aber das interessiert mich nicht. Also dann haben wir keine Chance mehr zum Dialog. Oder ich lebe in einer anderen Realität. Ja, was ist das für eine Realität? Und genau das ist ja das Problem. Wir müssen die Realität der Bauern verstehen, wir müssen die Natur verstehen und wir müssen verstehen, dass es nicht mehr anders geht. So sind wir Wissenschaftler auch gefragt, und das ist auch eine Machtfrage, in welchem Interesse wir überhaupt forschen. Und das ist eine entscheidende Frage für die Gesellschaft. Im Interesse von Großgrundbesitzer oder im Interesse der Kleinbauern, der Indigenen? Ich sage immer ganz offen. Ich weiß, dass ich die Interessen der Kleinbauern, der Indigenen vertrete. Und das ist auch ehrlicher für die Debatte. Damit die anderen dann sagen, oh ja, ich bin für die Großgrundbesitzer, so ist es. Super.
noch einmal einen ganz kurzen Blick nach Kenia. Route to Food, das ist was Neues in Kenia, das gibt es noch nicht so lange. Ich fände es sehr schön, Emanuel, wenn du uns erzählen würdest, was diese Initiative Route to Food, wer trägt sie, wer arbeitet in ihr, was diese Bewegung eigentlich ist und was sie in Kenia anzustreben versucht. Vielen herzlichen Dank. Also, es ist natürlich etwas schwierig zu erklären, also oder die Details zu erklären, aber ich möchte ein bisschen den Kontext darstellen. Also in Kenia ist es so, dass wenn, also vor der Hochzeit, also wenn ein Mann mit einer Frau zusammenkommt, dann muss der Mann zu den Eltern gehen, der Frau, und wenn die Frau nicht verheiratet werden möchte, dann sagt sie diesem Mann, naja, geh lieber nicht zu meinem Vater, das ist ein bisschen brüsk. Und dem Vater sagt sie dann, naja, mein Freund möchte aber nicht zu dir kommen, der traut sich nicht. Und das heißt, hier gibt es keine Verbindung sozusagen. Das ist auch das Gleiche, was mit dem Nahrungsmittelsystem passiert. Also die Händler sagen den Konsumenten, die Landwirte ignorieren euch, ihr seid denen egal, und das geht auch in die andere Richtung. Das heißt, wir müssen einfach hier zusammenkommen, wir müssen mit denen zusammenkommen, die Nahrungsmittel produzieren. Also, das ist eigentlich das, was wir gegenwärtig machen. Das heißt, wir wollen diesen Pestiziddialog, es gibt jetzt auch einen parlamentarischen Prozess in Kenia, einige Parlamentsmitglieder drängen darauf, eine Petition zu diesem Thema durchzuführen, und ich hoffe, dass die Regierung dann auch handeln wird. Aber noch einmal, wir haben also ein Bündnis, das um die Arbeit, die wir machen, herum gebildet wurde und um die Menschen, die in diesem Thema involviert sind. Das heißt, die Menschen kommen zu uns beispielsweise und sagen, das ist das, was ich mache, das ist das, was wir macht. Und also wir machen also quasi das Gleiche. Wir sind alle hier, um den Hunger zu bekämpfen, weil alle Dinge, die wir unternehmen, alle Maßnahmen, die wir ergreifen, dienen natürlich dem Recht auf Nahrung. Und wir haben auch viel Energie in die Arbeit gesteckt, die wir durchführen, weil die Menschen sich mit dem Thema identifizieren können. Mehr als 25% der Menschen in Kenia sind technisch gesehen hungrig. Also leiden unter einer Form von Hunger, manchmal akut, also wenn es eine Dürre gibt beispielsweise. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die an Hunger in Kenia sterben. Also das ist das Problem, mit dem wir uns befassen. Und auch wenn man nicht unter Hunger leidet, muss man sich natürlich über andere Gedanken machen, die Hunger leiden. Man ist vielleicht kein Landwirt, aber man kann sich mit der Gesetzgebung befassen, mit der Politik, die Auswirkungen auf die Menschen hat, die letztendlich dann Hunger leiden. Am Ende des Tages ist es so, dass man natürlich in der gleichen Gesellschaft lebt, in dem gleichen System. Und ich denke, das ist das Modell der Agroökologie. Man muss wirklich eine Hand ausstrecken, man muss mit anderen zusammenkommen. Und einige sagen vielleicht, man muss den Fleischkonsum reduzieren oder Pestizide reduzieren. Wir denken, man muss das aus Sicht der Umwelt sehen. Wir müssen einfach diese Silos verlassen. Alle müssen über die Umwelt sich Gedanken machen, Nahrungsmittel für die Zukunft Gedanken machen und mit einer Stimme sprechen. Vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt mal sagen, über den Saal sammeln wir so 5 Fragen. Es wäre sehr gut, wenn Sie vielleicht auch sagen würden, an wen auf dem Podium Sie die Frage stellen. Christine Chemnitz und Inka und andere kommen jetzt zu Ihnen und dann können Sie die Fragen stellen. Genau. Und ich würde sagen, wir sammeln ein paar Fragen. Also einmal auf meiner Seite Hände hoch, wer immer etwas fragen möchte. Hände oben lassen, sonst sehen wir es nicht. Stellen Sie sich einmal vor und sagen. Ja, guten Abend, mein Name ist Robert Strauch. Ich stehe hier für die Permakulturakademie als kollektives Bildungsunternehmen, was ohne staatliche Förderung existiert, und für die Agroforst-Kampagne, die sich dafür einsetzt, dass wir wieder Bäume in die Landschaft kriegen, weil die Agroökologie hat ja auch, wenn sie in Deutschland wieder Fuß fassen will, das Problem, dass wir schon die Landschaft viel zu sehr zerstört haben und sie wieder rückverwandeln müssen und die Vielfalt wieder hinbekommen. Und meine Frage ist,
wie können wir zusammen die Kraft entwickeln, dass wir diesen Mächten widerstehen. Also mich hat das auch traurig gemacht vorhin, als Vandana von den Ereignissen vor 30 Jahren berichtet hat und mir bewusst wurde, dass dieser Kampf schon ziemlich lange geht. Und da ist auch sehr viel Trauer drin. Und ich finde, die Trauer müssen wir irgendwie auch zulassen. Und meine Frage ist, wie können wir zusammenkommen? Wie können wir die Kraft entwickeln? Vielen Dank. Ja, hallo. Ich bin Renata Motter von der Freien Universität Berlin. Ich habe eine Frage an Vandana Shiva, aber am Anfang vielleicht die Gender-Frage. Vandana Shiva ist auf Deutsch. Sie sind eine Mitgründerin des Konzepts Ökofeminismus und in Brasilien, Lateinamerika ist die feministische Bewegung und die Frauenbewegung super engagiert in eine agrarökologische Wende. Da wollte ich von Ihnen hören, wie das zusammenkommt. Und eine kurze Info, weil gefragt wurde, wie viel investiert wird in der Wissenschaft, also agroökologische Wissenschaft. Ich bin Leiterin einer Nachwuchsgruppe, gefördert durch die BMBF. Das ist 2,4 Milliarden, also das verwechsel ich immer auf Deutsch. Aber wir haben, das Projekt heißt Food for Justice, Power Politics and Food Inequalities. Und es geht um Agrarökologie, es geht um Feminismus, es geht um Food Sovereignty. Und wir werden morgen auf der Demo eine Befragung durchführen, so eine Survey, eine Meinungsbefragung. Und wollte ich gerne euch alle zumuttern, teilzunehmen und eure Meinung mit uns teilen. Wir werden das zurückgeben. Ja. Gibt es hier auf der Seite noch eine Frage? Ja, sehr schön. Hi, my name is Giovanna. Hallo, mein Name ist Giovanna und ich interessiere mich für Antonios Erfahrung mit der Ausbildung im Bereich Agroökologie in Brasilien. Gegenwärtig schaue ich mir die informelle Ausbildung an für die Verbreitung von Agroökologie über die Schulen für Kleinbauern. Und ich würde das aber gerne auf eine andere Ebene bringen. Und ich würde jetzt gerne von Antonio etwas darüber hören, wie die Erfolge waren oder wie seine Erfahrungen aus Brasilien waren. Wie konnte man das Ganze formalisieren und institutionalisieren? Wie konnte das erreicht werden? Vielleicht können Sie uns da noch etwas darüber sagen, über die Universität. Ja, Mirei Remesch von der Agrarkoordination. Ich hatte das große Glück, dass ich letztes Jahr im Oktober bei Antonio in Paraná zu Besuch war und das erleben konnte, was die Menschen dort aufgebaut haben, dass sie sich gesunde Lebensmittel für sich schaffen, dass sie vor allen Dingen ohne Pestizide arbeiten. Und ich habe auch die große Hoffnung, dass wir das EU-Mercosur-Abkommen stoppen können. Meine Frage noch auch an dich, Antonio. Was können wir noch tun? Wie können wir es gemeinsam schaffen, wirklich diese Bewegung, die es in Brasilien gibt und die so viel vorgelebt hat, von der wir wirklich so viel lernen können, was hier noch gar nicht so weit auf den Weg gebracht wurde. Was können wir da tun, um das zu unterstützen, damit diese 12 Jahre, die ihr da gekämpft habt, dass das auch weitergeht, was ihr da aufgebaut habt? Gib doch auch mal, ja, da hinten noch. Hi, my name is Angelika Hilbeck. Ich bin eine der Wissenschaftlerinnen, die versuchen, einen besseren Job zu machen. Ich denke, ich bin Agroökologin Zürich-Universität. Ihre Botschaft ist ja gehört worden auf der anderen Seite und Sie reagieren ja schon. Wir sehen ja schon Argumente, basierend auf der gleichen Analyse, das heißt, es ist fast eine 100%ige Übereinstimmung, warum wir die Landwirtschaft ändern müssen und warum das alles so schlimm wird. Und deswegen müssen wir Agrarwende machen müssen. Und die haben Lösungen.
sogenannte digitale Tools. Und die Silicon Valley hat die Botschaft auch verstanden. Sie sagen, ja, Vandana, wir verstehen dich. Ja, Antoni, wir verstehen dich. Wir wollen die Welt retten. Wir haben die Instrumente, Fake Food zu produzieren, so werde ich es nennen, also dieses künstliche Fleisch. Wie reagiert ihr darauf? Denn ich sehe da auch den Spaltpunkt innerhalb der agroökologischen Bewegung. Manche springen auf diesen Zug auf. Oder wir haben Leute in der agroökologischen Bewegung, die diese neuen Technologien auch unterstützen und denken, dass das ein Fortschrittsweg ist. Wie gehen wir damit um? Da haben wir noch was. Ich bin Thomas Fatheuer vom Vorstand des Cobra-Netzwerks zu Brasilien. Wir hatten mal nach alles, was Antonio erzählt hat, eine ganz große Enttäuschung erleben müssen, nämlich dass in Regierungsverhandlungen im November, Dezember der letzten Jahres die deutsche Bundesregierung neue Gelder der Bolsonaro-Regierung zugesagt, und zwar 40 Millionen für das Agrarministerium. Ne, wir haben vorher auch Misere als mit unterschrieben vom Cobra einen Brief an den Minister geschrieben, haben gesagt, bloß kein Geld fürs Agrarministerium, fürs Agribusiness. Lasst uns vorher noch mal ein Gesprächstermin machen, redet mit uns, keine Reaktion. Was können wir eigentlich machen, dass in der Entwicklungspolitik, in der BMZ nicht sowas weiter passiert? Und wie können wir da unseren Einfluss stärken? Auch gerade, wie können sich ja die großen Hilfswerke vielleicht Brot und für die Welt und Misere auch klarer und deutlicher positionieren? Also ich bin jetzt von keiner Organisation hier. Ich bin einfach in einem Alter, wo man sehr viel Zusammenhänge, glaube ich, sieht, wenn man sich für die Welt interessiert. Und Und mich interessiert, ob jemand von Ihnen oder von den Organisationen weiß, wie es überhaupt mit den Besitzverhältnissen steht. Denn Sie haben ja auch gerade in Brasilien erwähnt, dass die Großgrundbesitzer einen Großteil Macht natürlich auch haben, viel größer als ein einzelner Kleinbauer. Und ich weiß noch, in den 60er Jahren habe ich eine Sendung über Südamerika gesehen und vieles hat sich eben auch nicht verändert. Es ist sehr schwer, da nicht in Pessimismus zu verfallen. Und jetzt in Brandenburg, habe ich gehört, gibt es eben auch Konzerne, die Land aufkaufen, die aus China sind. Und wenn das bei uns so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in vielen Ländern, die nicht so viel Gegenwind aus der Bevölkerung haben, dass das viel schlimmer ist. Also meine Frage ist, gibt es Zahlen, vielleicht wenigstens von einigen Ländern? Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre vielfältigen Fragen. Ich mache das jetzt so, dass jede und jeder auf dem Podium sich die Fragen rausgreifen kann, der sie oder er beantworten möchte. Ich fange mit Emanuel an und Vandana hat dann am Ende das Schlusswort, okay? Emanuel, matters of land owning, for example, in Kenya, do you have a figure? Yeah, I was waiting for the transfer. Ja, das ist eine ganz ungleiche Verteilung des Landes natürlich. Zugang zur Kontrolle zum Land. Es gibt Zugang, aber keine Kontrolle. Aber ich wollte eine Frage besonders beantworten hier. Zum Thema, dass die Industrie reagiert auf das, was wir sagen und versucht, ein Geschäft daraus machen. Zum Beispiel diese Unternehmen, die... Ich bin Veganer, ich würde dieses Fleisch nicht kaufen. Schmeckt wie Fleisch, sieht aus wie Fleisch, fühlt sich aus wie Fleisch, aber ist keins. Ja, das tut doch keine Probleme lösen, sondern es nimmt nur den Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit weg, Lebensmittel zu produzieren. Ob das jetzt pflanzenbasiert ist oder nicht, da gibt es ja jede Menge Lebensmittel. Was macht man dann, wenn man das im Labor macht, was macht man mit dem Lebensunterhalt der Farmer? Das ist keine Lösung. Wenn man über Antipestizide zum Beispiel redet,
Wir reden mit den Leuten dann über die Ethik von Pessint. Und dann gehen wir auch zu den Biomärkten. Und da sind die gleichen Unternehmen, die in diese Ketten da investieren. Die lösen da die Probleme auch. Wir müssen da also holistisch rangehen und diese Probleme so zu gestalten, dass wir wirklich den Leuten beibringen, was nachhaltig ist. Wir wollen nicht, dass den Bäuerinnen und Bauern den Lebensunterhalt nehmen. Ja, also Beispiel wieder. Das sind immer die gleichen Leute, die da investieren, wie zum Beispiel dieses fleischlose Fleisch. Ja. Reinhild? Ich möchte das mal für Deutschland auf die Tierzahlen runterbrechen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass 60% der schweinehaltenden Betriebe nur 10% der Schweine halten, nämlich unter 10.000 Tieren. Und wir haben eine absolute Mehrheit an Hühnermästern, die weniger als 10.000 Hühner halten. So, und bei den Schweinen ist es so, dass die Mehrheit der Betriebe, nämlich 60% der Betriebe, weniger als 2.000 Schweine halten und damit sozusagen als kleinere Betriebe gelten. Und ich schlussfolge daraus, dass die Mehrheit der Betriebe so noch übersichtliche Tierhaltungen hat, die man jederzeit zurückentwickeln könnte und in eine agrarökologische Tierhaltung zurückverwandeln könnte. Und das gibt mir Mut. Die Mehrheit der Betriebe kann das. Wir haben in der Struktur noch nicht solche Industriebetriebe in der Masse der Betriebe, dass wir nicht wieder zurückkommen könnten. Aber wir haben natürlich die Interessen auf der anderen Seite und diese sind manchen Regierungen näher als wir es sind derzeit. Wir sind in einem Machtkampf und ich glaube, diesen Machtkampf können wir nur gewinnen, wenn wir uns an die Menschen wenden, die noch nicht Teil unserer Bewegung sind. Dafür müssen wir die großen Medien nutzen, dafür müssen wir aber auch Social-Media-Kanäle nutzen, denn zum Beispiel viele jüngere Menschen verlieren wir andernfalls. Sie nutzen ausschließlich diese Medien und lesen nicht die Süddeutsche oder schauen nicht die 20-Uhr-Nachrichten. Also müssen wir auch unsere Kommunikationsformate darauf anpassen und besser werden darin, damit uns diese Menschen nicht verloren gehen. Und ich denke, speziell für Deutschland brauchen wir einen Regierungswechsel. Ja, wunderbar. Ganz kurz den Machtkampf. Der Machtkampf um Land zum Beispiel scheint mir gerade in Brandenburg aussichtsreich zu sein. Denn nachdem Aldi da jetzt zwar einige tausend Hektar gekauft hat, haben wir aber auch eine neue Landesregierung, die gleich mit einem Gesetz vorangehen will, die das Landgrabbing durch besonders große externe Investoren stoppen soll und das lokalen Bauern wieder den Zugriff auf Land bessere Chancen dabei einräumen soll. Und ich denke, das zeigt einen Machtkampf in den Regierungen, kann auch die Dinge zum Besseren wenden. Und das liegt an uns, aber eben vor allen Dingen daran, wie viele Menschen wir begeistern von unseren Ideen. Haut rein. Ja, sehr schön. Dann machen wir gleich weiter mit Deutschland. Sarah, du hast ja auch konkrete Fragen bekommen und vielleicht auch with a positive note, wir brauchen morgen einfach viele Leute auf der Straße. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber die eine Frage ging ganz direkt nochmal an die Entwicklungszusammenarbeit und wie wir vor allem auch hier Agrarökologie stärker verankern können. Es tut sich ja ein bisschen was. Also im BMZ ist zumindest ein Dialog auf die Beine gekommen zum Thema Agrarökologie. Und der Bundestagsantrag hat auch insbesondere nochmal dazu aufgefordert, Agrarökologie zum zentralen Instrument in der EZ zu machen. Vor allem was die Armutsreduzierung auf dem Land angeht. Das sind natürlich erstmal ja, kleine Hoffnungsschimmer. Aber wir sind in dem Dialog weiter dran. Wir sehen aber natürlich auch, wie schwer es ist, dass es durchdringt. Ne? Das sind dann auch ja, große Institutionen, arbeiten sehr sektoral. In dem einen Bereich tut sich dann was, aber bis das tatsächlich durchdringt, das ist ein schwieriger Weg. Was wir
was wir sagen können, ist, dass jetzt diese ökologischen Wissenszentren starten, zumindest in verschiedenen Regionen von Afrika. Da werden wir dranbleiben und uns genauer anschauen, was in dem Bereich dann auch wirklich passiert. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und was wir als Miserior machen, ist, dass wir Zivilgesellschaft in Brasilien ganz massiv unterstützen und die vor Ort tatsächlich die wichtigsten Akteure im Kampf für Agrarökologie sind. Es kam ganz am Anfang noch die Frage, wie wir besser zusammenkommen können und Kraft entwickeln können für diesen Kampf, der seit 30 Jahren läuft und wo man durchaus auch ja, der traurig machen kann, wenn man sieht, wie wenig man scheinbar manchmal vorankommt. Ich würde da auch eher noch mal versuchen, auf die positive Seite zu schauen und einmal, wie sich das Thema Agrarökologie gerade internationalisiert, dass wir jetzt hier wiederholt mit einem vollen Saal zusammengekommen sind und das Thema mittlerweile auch hier in Deutschland diskutieren. Ich glaube, bei uns kann sich die agrarökologische Bewegung, hat da noch ganz viel Entfaltungspotenzial. Und insbesondere auch, dass man auf der lokalen und Gemeindeebene möglicherweise mehr bewegen kann. Es ist schwer, was wir von den Regierungen auf nationalstaatlicher Ebene diesbezüglich erwarten können. An großen Veränderungen glaube ich sehr wenig. Aber tatsächlich auf lokaler Ebene haben wir da Spielraum. Und gerade was Agrarökologie angeht, das passiert in der Praxis. Dankeschön, dir, Sarah. Now it's your turn. Benjamin, die Frage zur Landkonzentration ist, versuche ich sie hier mal darzustellen. So 1% der Bauern, der Großgrundbesitzer, die nenne ich mal nicht mehr Bauern, ne? Die Investoren, die wohnen ja gar nicht mehr da auf dem Land, oder noch nie gewohnt haben. Also diese 1% Großgrundbesitzer in Brasilien verfügt über 46% der Grundfläche. Und andersrum, 47% der Kleinbauern, das sind über 4 Millionen Familien, verfügen über 2%. In Chile, Kolumbien und Paraguay ist es noch schlimmer, nach dieser Reihenfolge. Ganz wichtig vielleicht auch zu sagen, 4,8 Millionen Menschen sind landlos. Das ist unsere stärkste Kraft in der Zivilgesellschaft. Das ist die Via Campesina. Wir haben den ersten Campus einer staatlichen Universität auf eine Ansiedlung der MST aufgebaut. Deswegen werden wir da auch so stark angegriffen, weil die MST wird inzwischen kriminalisiert. Und was tut die MST einfach? Die MST hat es geschafft, dass die sogenannte Agrarreform, also die Umverteilung von Land, die gesetzlich vorgegeben wird, ein kleines Stückchen stattgefunden hat. Es gibt kein Hektar Land in Brasilien, das den Bauern zugeteilt wurde, die landlos sind, ohne dass vorher die MST ein Stück Land besetzt hat. Und dann waren es schon mal Jahrzehnte, ich bin auch nicht so alt. Also über 40 Jahre haben die Menschen daran gearbeitet, endlich mal eine staatliche Universität da zu haben. Und dann muss ein Präsident sein, ausgerechnet der kein Hochschulabschluss hatte, der dann diese Universität gegründet hat. Und dass man diese Kleinbauern und die Töchter und Söhne der Kleinbauern in ihren eigenen Bildungszentren, und das ist vielleicht die Frage auch mit dem Informellen zu verbinden, dass man die dort wieder ausbildet und nicht nur an der Uni, wo sie dann ihre Identität verlieren. Wir waren fast so weit, den ersten Campus auf eine indigene Gemeinde aufzubauen. Das heißt, dass die Leute nicht so einfach zur Uni gehen und dann kommen sie auch nicht mehr zurück, ne? Weil dann fordern wir ja auch die Landflucht. Und das ist genau die entscheidende Frage. Wir haben jetzt seit 10 Jahren, das ist nicht viel, es erreicht, was nach meiner Ansicht sehr unwahrscheinlich ist, dass man das Bild Brasiliens umgedreht hat, dass man an diesen Unis zum Beispiel auch mindestens 30% der Nahrung, die an Mensas geht, da haben wir 5 große Mensas, direkt von der Familienlandwirtschaft vor Ort gekauft wird. Das ist das sogenannte Schulspeisegesetz. Wir haben dort Bauernmärkte, jede Woche, in der Uni.
Wir haben da Programm zu Zugang, speziellen Zugänge für Migranten. Das ist gleich ganz wichtig für Europa. Wir haben mit Haiti angefangen. Jetzt haben wir jetzt Senegalesen. Wir haben jetzt Venezuelaner. Also wir haben spezielle Studienplätze für Indigenen, für Kleinbauern, für Migrantinnen. Und das ist der Schwerpunkt einer neuen Universität, die sich auch die Zukunft vorstellt. Was für eine Zukunft? Ich gehe davon aus, dass es auch für die großen Konzerne schon entschieden ist, dass sie sich auch auf Agrarökologie basieren müssen. Nur was machen sie daraus? Vielleicht ein agrarökologisches Paket, wo dann die Kleinbauern wieder Inputs, Düngemittel, Saatgut, wo sie schon gut gesichert haben, ne? Durch die Gentechnik haben sie Zugriff auf die ertragreichsten Sorten, die dann durch die Kontamination verschwinden. Also werden die Konzerne es bestimmen, was für eine Agrarökologie wir haben werden? Werden Regierungen es bestimmen? Da glaube ich auch nicht mehr so richtig dran. Ne? Oder wird die Zivilgesellschaft organisiert es gestalten? Mireille hat da ganz viele Berichte geschrieben. Ich habe darauf gehofft, dass sie sich meldet. Und sie kann sehr schön über unsere Geschichte da berichten. Die hat da die Erfahrung an dem Campus, wo die Landlosen entscheiden können, was für ein Lehrplan wir da haben. Das ist ja ganz weit. Dass die Bauern wählen können, welchen Rektor sie wollen. Und trotzdem will die Regierung den nehmen, der am wenigsten Stimmen hat. Aber sowas ist ja doch eine Leistung, die zeigt, dass es anders gehen kann. Und das verbindet uns doch. Sehr schön. Ich bin hier, um diese Hoffnung zu haben, dass das verbinden kann. Sehr schön. Ja, wir sind gestartet ja auch mit Alternativen sind da und sie sind möglich und sie sind machbar. Ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmal unserem Podium sehr, sehr danken. Dankeschön, Emanuel, Dankeschön, Antonio, Dankeschön, Sarah, Dankeschön, Reinhild, für eine, wie ich finde, inspirierende und sehr informative Podiumsdiskussion. Und dir, Vandana, du hast begonnen, auch mit Kritik und mit Inspiration. Du hast die Vision der anderen skizziert, wir jetzt auch ein Stück weit unsere Gegenvision. Du hast hier zugehört, sicherlich auch die ein oder andere Information aus verschiedenen Ländern mitbekommen. Ich bin sehr neugierig, was du uns jetzt zum Schluss hoffentlich auch noch mal mit viel Hoffnung auf den Heimweg gibst. Also ich denke, dass die letzte Runde mit den Antworten zum Thema der Landkonzentration so eng verbunden ist mit dem Design der Landwirtschaft, also die letzten Farmer vom Land zu vertreiben. Also ich erinnere mich noch an die Arbeit zur GATT. Also gab es einen USDA-Sekretär, der gesagt hat, wir versuchen hier sozusagen das letzte Land auszuquetschen wie den letzten Rest der Zahnpasta aus einer Zahnpastatube. Die Kleinbauern sind unabhängige Produzenten. Als wir dann diese Demonstration abgehalten haben, haben wir gesagt, das ist Freiheit. Das Land zu haben, die Universitäten zu haben, die Nahrungsmittel zu haben, in der Lage zu sein, zu leben. Und deshalb ist der Zugang der Menschen zu Land immer etwas, was die Mächtigen versucht haben, auf die eine oder andere Art und Weise zu unterbinden. Also die wirtschaftliche Disruption ist halt eine. Und die Kleinbauern, da wird gesagt, die produzieren nicht genug, deshalb verschwinden sie. Die Daten der FAO zeigen, dass 80% der Nahrungsmittel, die wir essen, von den Kleinbauern stammt. Nur 20% kommt von industrieller Landwirtschaft, von den Großen. Und Soja und andere Produkte, Canola. Also 90% von Mais und Soja
geht in die Biokraftstoffe, gar nicht in die Nahrungsmittelkette. Die Frage darüber, wie wir zusammenkommen können, ist, dass es ja so viele Landwirte gibt, die kein Land haben. Die arbeiten immer ausgehend von der Annahme, dass sie die Letzten sein werden, die dann auch irgendwann verschwinden. Also ich denke, jetzt ist der Augenblick, wo es eine intensive Zusammenarbeit geben muss und auch diese Spaltung, diese Ablenkung, die es gibt. Also wenn man guckt, wo das passiert, passiert das an beiden Enden der Bewegung. Einmal ist natürlich die Agroökologie da, also ökologisch, wurde von der großen Nahrungsmittelindustrie gehijackt, gekidnappt. Also jetzt gibt es organisch ökologische Nahrungsmittel von Amazon. Und auch am anderen Ende, also das Ganze geht in den globalen Einzelhandel über, bei Walmart, bei Amazon und so weiter. Das Argument ist, oh, wir müssen die Landwirte nicht bezahlen. Also wir müssen nicht den vollen Preis dafür zahlen, was sie anbauen. Lassen wir das einfach den Markt entscheiden. Aber wir geben den Landwirten natürlich Geld, einen gewissen Anteil. Der Madrider Klimagipfel ist gescheitert aufgrund dieser Fragen. Und das hat unsere Arbeit in puncto Boden, also ich habe auch ein Buch geschrieben, Boden, nicht Öl. Also man kann wieder die Emissionen zurückfahren, indem man mehr CO2 im Boden wieder bindet oder auch Stickstoff. Aber wenn man jetzt den Boden an die Wall Street zerrt, um mehr und mehr Geld zu machen, während man die Landwirte immer mehr versklavt, funktioniert das nicht. Wir brauchen wirkliche Landwirte, die wirkliche Nahrungsmittel anbauen. Und meine Einschätzung ist, dass wir 50% der Menschen brauchen, dass die sich um die Erde Gedanken machen, also Earth Care. Gute Nahrungsmittel sind natürlich nur ein Nebenprodukt. Die Natur produziert das für einen. Wir haben Untersuchungen durchgeführt. Ein Drittel der Nahrungsmittel kommen von den bestäubenden Tieren. Bodenorganismen sind auch sehr wichtig. Also Würmer in der Erde, die können 200% mehr mit der gleichen Saat erzielen als Boden ohne diese Würmer. Also die Frage des Ökofeminismus steht auch damit in Zusammenhang, sei es nun Kolonialismus oder ein industrielles System. Das alles hat mit der Idee zu tun, dass Frauen dumm sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich kann ganze Gegenden, ganze Kontinente durch Feuer zerstören, durch Stürme an den Küsten, überall stehen die Frauen aber auf. Und der Ökofeminismus ist eine Möglichkeit, hier die Landwirtschaft wieder zurückzugewinnen. Und in Bengalen gab es immer Hunger. Und die Frauen haben gesagt, wir wollen hier dagegen vorgehen natürlich. Wir wollen nicht unser Leben lassen. Also, und das machen die Frauen überall, genau wie vergangene Woche. Amazon ist ganz massiv nach Indien gekommen. Unsere Nahrungsmittelsicherheit stand auf dem Spiel. Es gab eine Vereinbarung mit Amazon, dass Alexa, der persönliche Assistent sozusagen, unseren Kindern beibringt, wie man richtig essen soll. Also Alexa sollte quasi die Straßenverkäufer überwachen, ob diese auch sicher seien. Und ich habe einen Slogan geschaffen, Amma, das heißt Mutter oder Großmutter, Amma, nicht Alexa. Das war mein Slogan. Also wie kann man hier zusammenkommen? Wir kommen zusammen in der Menschheit. Wir kommen hier zusammen auf diesem einen Planeten. Und wir kommen zusammen über die Nahrungsmittel. Darüber sind wir verbunden, ob wir wollen oder nicht. Also wie das Beispiel mit dem potenziellen Schwiegervater oder eben auch nicht. In Indien ist es genau andersrum. Also bei Ihnen haben die Männer das Problem mit der Mitgift, bei uns sind es die Frauen. Also ich denke, die zwei Bereiche
wo wir Energie aufbauen können, ist durch Solidarität, ist natürlich einmal durch die ökologische Revolution. Ich denke, wir müssen hier wirklich diese grüne Initiative neu formulieren als einen neuen Pakt mit der Erde und einen neuen Pakt, den wir leben durch unsere Arbeit und unsere Art der Landwirtschaft und unsere Art der Ernährung. Essen ist ein ökologischer Akt, Agroökologie ist eine ökologische Praxis. Und ich denke, wir sollten hier uns ganz klar fokussierte Kampagnen durchführen auf eine giftfreie Welt bis 2020 und zwar von der Basis aufwärts. Und das, die wächst auch. Also an manchen Orten ist es so, dass Gemeinden Entscheidungen treffen oder auch kleinere Einheiten. Aber überall ist es so, dass die Menschen einfach keine Gifte mehr wollen. Sie wollen kein Glyphosat mehr. Sie wollen keinen Krebs mehr. Also die Forschung sollte zu 50% auch in die Richtung gehen. Und wir brauchen auf jeden Fall auch 50% der öffentlichen Gelder, um diese Art des Nahrungsmittelsystems zu unterstützen, die zu mehr Gesundheit führt. Also, Saatbanken werden größer und wachsen, der Ökolandbau wächst und Landwirte kommen in Institut oder an Universitäten, auch Menschen auf der ganzen Welt, um darüber etwas zu erfahren. Im September haben wir einen Kurs über Biodiversität und Agroökologie. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen vielleicht kommen. Schauen Sie auf die Webseite von naftania.org, also .org. Und da finden Sie die Kurse, auch einige Flyer vielleicht vor der Tür. Und ich möchte noch eine kleine Sache sagen, die also ansprechen, die Sie gesagt haben. Die großen Firmen, die dieses ja nicht Fleisch oder Fleisch aufgreifen. Und jetzt ist es so, dass man ja quasi schon über landwirtschaftsfreies Essen spricht. Und wir müssen wirklich eine Kampagne zu Bayer durchführen. Wir brauchen wirklich eine gute Kampagne. Es gibt hier unterschiedliche Anbaufrüchte. Also natürlich ist alles letztendlich pflanzenbasiert. Also Pflanzen werden teilweise zu Rohstoffen und verschwinden dadurch vom Lebensmittelmarkt. Also wir brauchen wirklich gesunde Nahrung mit Aminosäuren und anderen Bestandteilen. Es gibt auf der anderen Seite den Bedarf einer verstärkten Industrialisierung der Landwirtschaft. Wir können aber zeigen, dass wir einen besseren Job machen können, dass unsere Lösung besser ist. Die Wissenschaft muss einfach viel stärker verbreitet werden und bekannt gemacht werden in puncto Ökolandbau. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch noch neben einem großen Dankeschön an dich auch nochmal, Vandana, und viel Glück morgen bei der Demo, wo du ja auch sprechen wirst. Ich möchte Sie wirklich nochmal bitten, auf allen Ebenen, wo Sie können, individuell und vor allem politisch aktiv zu werden. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld und ganz herzlich möchte ich mich bei den Übersetzerinnen und Übersetzern bedanken, weil ohne Verständnis... Ohne Sprache kein Dialog. Ich wünsche Ihnen jetzt einfach eine gute Zeit und ganz, ganz viel Glück bei Ihren Kampagnen, bei Ihren Initiativen. Vandana steht zur Verfügung, ihr Buch zu signieren. Und draußen gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie für Ihre Organisation auch spenden können, weil es ist nicht so, dass Vandana für ihre Arbeit nicht auch wirklich Geld braucht. Bei allen guten Ideen, davon kann man eben auch Organisationen nicht alleine finanzieren. Machen Sie es gut und tschüss und bis bald.